Hallo und herzlich willkommen zurück hier im NextQuest Studio. Heute mit einer unglaublichen Zahl von 3 Mitspielenden. Das heißt, wir haben inzwischen schon wieder 3 Leute, die hier aktuell vor Ort sind. Ich glaube, das sind tatsächlich auch die 3 Leute, die den ganzen Tag hier vor Ort waren. Genau, mehr haben wir auch aktuell nicht. Ich habe heute so einen Lieferanten gesehen. Nein. Ja, es war jemand Viertes hier. Es gab mehrere Lieferanten, aber die sind meistens nicht bis über die Türschwelle gegangen. Gesehen. Die sind dann auch flott wieder gegangen. Ja. Die haben das Hospital dann wieder verlassen. Also, ich weiß nicht, ob die Postlieferanten inzwischen zu unseren Mitarbeitern zählen. Nein. Also, es ist auf jeden Fall total cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns hier einen weiteren Abend zu begleiten. Weil ich finde, das ist mit Abstand das absolut coolste Kartenspiel, was es überhaupt gibt, was wir heute Abend spielen werden. Vor allen Dingen das absolut aller coolste Abenteuerkartenspiel, was wir heute Abend spielen werden, nämlich Aventuria! Oh yeah. Aber wenn man ja auch würfelt dabei, zählt das dann überhaupt noch als Kartenspiel? Oder? Ja! Karten-Abenteuer-Würfelspiel-Kombo. Sehr catchy. Ich mag deine Einstellung zu dem Thema. Gut, Mark, ihr werdet das schon mitbekommen haben. Der Markus, der ich bin, der ist normalerweise nicht mit dabei. Der ist heute eingesprungen für den Chris, weil der gehört nämlich zu den Leuten, die sich aktuell noch in Erholung befinden. Arrest, dachte ich. Der Zwerg ist was anderes. Der Zwerg ist leider erkrankt, wie auch immer das genau geht. Es gab Würselkrautsuppe und den Zwerg. War nicht gut für den Zwerg. Genau, deswegen gebe ich heute euch, wie ihr wahrscheinlich schon ein bisschen erkannt habt, den Carolan und seinen halbelfischen Streuner aus der Basisbox von Aventuria. Und wieder mit dabei haben wir den wundervollen Johannes, der, wie sollte es anders sein, Mirhibam spielt. Natürlich. Mirhibam. Und dann haben wir natürlich noch den David mit dabei, bei dem man kaum merkt, dass er, wenn er die Haare aufmacht, tatsächlich wie die Elfe aussieht, die er quasi aus dem Gesicht geschnitten. Sozusagen. Nur die spitzen Ohren, die fehlen mir. Das klingt schmerzhaft. Vielleicht lasse ich mir die noch. Vielleicht lasse ich dir die auch aus dem Gesicht schneiden. Ja. Okay. Ich habe eine Schere, wenn du willst, können wir das direkt regeln. Ja, also lässt sich alles machen. Gudio! Ich finde das aber ein bisschen unfair, muss ich gestehen. Also, wir beide, unsere Helden, sind ja schon aufgestiegen und sind unfassbar mächtig. Dank der 2 Abenteuerpunkte, die wir beim letzten Mal ergattern konnten. Sind wir nicht aufgestiegen, aber konnten uns quasi eine Karte nehmen? Ja, das ist ja Aufsteigen. Es gibt ja keine anderen. Okay. Du könntest doch andere Karten verbessern, aber wir haben jeweils eine verbesserte Karte. Das ihr seid schon ganz klein ein bisschen geiler. Vorteil gegenüber dem lieben Carolan. Und wir wissen ja alle, Carolan ist sowieso immer benachteiligt, ja? Weil der wird immer fälschlicherweise beschuldigt, dass er irgendwo Dinge mitgehen lassen würde und so weiter und so fort. Was nicht stimmt. Wir müssen nochmal klar machen. Zumindest, um zu verhindern, dass er uns die ganze Zeit mit diesem Argument auf den Keks geht, würde ich fast vorschlagen, dass wir den Carolan einmal durch einen Aufstiegsprozess mit 2, in Worten 2 Abenteuerpunkten schicken. Das ist aber groß. Ich würde sagen, das muss der Chat entscheiden. Das muss der Chat jetzt entscheiden. Darf Carolan noch einmal irgendwie, wo auch immer wir dann hinkommen sollten, noch einmal einen Prozess des nach einem Abenteuers, einen Aufenthalt in einer wie auch immer gearteten Lokalität durchlaufen oder nicht? Schreibt es einfach mal in den Chat rein. Die liebe Inge, die uns hier heute wieder unterstützt, wird das dann sich gleich ansehen und uns dann mitteilen, wie es ausschaut, ob ich das darf oder ob ich weiterhin eine gute Ausrede habe, warum ich leider überhaupt nicht zum Erfolg der Gruppe heute beitragen kann. Davon abgesehen, in Carolans Abwesenheit hat die Gruppe es ja erfolgreich geschafft, sich beim letzten Mal was haben wir gekriegt? Ich glaube, wir haben bekommen. Ich habe ein Pferd. Den Greifensterne Bronze, wenn ich genau. Mich ganz täusche. Ihr habt ein Achievement freigespielt. Ja, genau. Den Greifensterne Bronze. Damit geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Du willst das ernsthaft noch weiter steigern? Wir wollen gerne die Kaiser-Rautschwerter in Silber. Du bist schon ein bisschen weich, oder? Weich oder reich? Das ist ein realistischer Alter. Komm. Weich eigentlich. Sehr gut. Also, du willst es ernsthaft probieren. Da brauchst du noch 3 zusätzliche Schädel. Ja und? Ja, einen haben wir sowieso, weil wir Helden schon bei 1 sind. Soweit gut, ja. Also von daher brauchen wir. Also wir spielen wieder auf Zeitskala schwer. Das ist ja wohl
Gar keine Frage. Mhm. Wir spielen auf Zeitskala schwer, okay, alles klar. Boah, Himmel hilf. Ich finde das jetzt nicht so drauf. Ja, bist du da? Also, nein, alles gut. Also, ja, ich meine, hey, also ich spiele Carolan. Also, ja, ich wusste, bei mir ist egal, wo ich im Endeffekt dann leider kurz nur bedingt mithelfen kann. Ich sehe das jetzt schon, die ausgeht immer so, ja, ich bin Carolan. Also. Ja, hey, gut. Man also? Muss das direkt etablieren. Gut, okay, also das heißt, wir haben Schwierigkeitsstufe schwer und zusätzlich dann noch zwei weitere Schädelkarten, Herausforderungskarten der Stufe 1. Ich finde, das klingt eigentlich sehr machbar. Das klingt locker. Ich meine, hey, wir sind ja auch echt mega coole Helden. Also ihr zwei, meine ich. Das wundervolle Abenteuer, was wir heute spielen werden. Achso, letztes Mal haben wir übrigens Sylvana befreit. Genau. Oh. Sylvana befreit mit einem Greifenstern in Bronze. Heute werden wir uns in den Wald ohne Wiederkehr wagen. Nice, und, ja. Und die Kaiser-Rautschwerter in Silber anpeilen. Und haben dazu folgende zusätzliche Herausforderung. Ta-da-da-da. Es ist tatsächlich nur die eine. Sie ist nämlich zwei Schädel wert. Was? Du hast direkt mit zwei... Ja. Normalerweise werden die Städte zwei Karten noch gar nicht mit reingemischt. Lebenshaft. Fordernd Umgebung. Normalerweise. So, eure Umgebung ist außerordentlich fordernd und lässt Neulinge nur wenig Spielraum für Fehler. Während der Erzählung, immer wenn ein Held eine Talentprobe auf ein Talent ablegt, indem er einen Talentwert von 10 oder weniger aufweist, zählen kritische Erfolge stattdessen als normale Erfolge. Erfolge als Misserfolge und Misserfolge als kritische Misserfolge. Wir kriegen so auf die Fresse. Jeder Misserfolg. Ey, es gibt Gründe dafür, warum man eigentlich nur Stufe. Also, warum man nur Einschädelkarten nimmt. Du tapferes Schneiderlein. Markus, wenn man immer nur nach den Regeln spielt, kann man gar nicht nach den Sternen oder in dem Fall nach dem Kaiser-Rausschwert greifen. Okay. Ja. Pff, Alter, es wird lustig. Also, ich kann euch jetzt schon sagen, es wird sehr, sehr lustig werden. Wir werden viele kritische Misserfolge sehen heute Abend. So ein Unfug, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird amüsant. Okay, cool. Zwei Dinge von mir. Ja. Einmal, ich habe gerade noch eine Umfrage im Chat gestartet, weil die Ergebnisse, die ich gelesen habe, waren mir zu, die konnte man zu sehr interpretieren, sagen wir mal so. Uneinheitlich, okay, alles klar. Ja. Es waren auch Abweichungen von der Ja-Nein-Norm. Da waren auch Toastbrot. Nicht mehr als einer, na gut, einer und so dabei. Das habe ich jetzt mich entschieden, ich mache das mal einfacher. Also wenn ihr daran teilnehmen möget, wäre das supi. Und dann noch eine technische Sache. Wertester David und wertester Johannes, könnt ihr die beiden Mikrofone, welche auf euch ausgerichtet sind, noch mal ein bisschen mehr in eure Richtung drehen, über euch? Das können wir natürlich gerne. Gucken wir mal, ob das was geholfen hat. Gut, probieren wir das einfach mal. Ansonsten müsst ihr einfach ein bisschen lauter brüllen. Ist nicht schlimm. Genau. Okay, cool, wir dürfen den Markus mal rein. Nice. Ha! Ich fühle mich hier zu Hause. Sehr gut. Also, von daher, heute Wald ohne Wiederkehr. Ihr habt gehört, Umfrage da draußen, kurz dran teilnehmen. Soll ich Carolan steigern oder behalte ich die gute Ausrede, dass ich leider viel schwächer bin als der Rest? Zur Erläuterung, was wir hier noch mitbenutzen. Also, weil... ich meine, wir spielen natürlich zusammen, kooperativ, oder? Also es geht so. Insofern wünsche ich dir natürlich alles Gute. Das unterscheidet uns voneinander. Mit deinen Abenteuerpunkten. Ist okay. Ja. Geht doch gerne weiter, Markus. Ich wollte dich nicht... 70% sagen ja. Oh, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, gebe ich zu. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Dann gucken wir doch einfach mal, wo ich... Genau. Gucken wir mal nach. Er war ja nicht mit uns unterwegs, also kann er ja kaum in der Elfensiedlung sein. Ihr wart in der Elfensiedlung? Ich war in der Elfensiedlung. Ihr seid ja... Ja, ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ihr habt das Baumwipfeldorf, ja? Schnieke. Okay, cool, alles klar. Dann würfel ich mal mit 2W6, dann gucken wir mal. 6. In der Stadt. Ich finde, hey, das passt ja... Passt eigentlich zu Karl. Passt wie die Faust aufs Auge. Also ich habe auf jeden Fall, ich darf mir drei Sachen aussuchen, wo ich eben mal würfeln darf, was mir da so widerfährt und ob ich vielleicht irgendwas Spannendes finde. Also ich bin auf jeden Fall im Gasthaus. Das war schon klar. Das ist mal sicher. Ja? Weil, hey, alles andere geht ja gar nicht. Und dann bin ich noch auf dem Marktplatz. Den muss ich noch suchen. Das ist aber auch zwingend notwendig. Weil nirgendwo kann man so viele tolle Dinge finden, die runtergefallen sind. Und last but not least bin ich auch... Oh, das ist jetzt schwierig. Ich bin auch im Kramladen, glaube ich. Ja, auch da. Okay, also den Göttertempel hat er direkt links liegen lassen. Das ist vielversprechend. Überall, wo es Krimskrams und Bullen hilft dir selbst, ne? Dann hilft dir Fex. Also von daher. Nun dann, Fex, lass mal die Würfel rollen. Nice. Ich gehe mal als erstes ins Gasthaus. Ja, natürlich. Erstmal kräftig. Ja, schauen wir mal.
Erstmal die Finger lockern für die Übungen später, ne? 17. Am Tisch gegenüber, betrübt und verloren, so interpretierst du die Gesichtszüge des jungen Mannes dir gegenüber. Du setzt dich zu ihm und lauschst seinen missmutigen Worten über sein trauriges Leben. Ja, das Leben ist hart, ja. Wir sollten noch einen trinken. Also, wenn du kurz bestellen würdest, ich... Ja, schön. Lege aber erstmal eine Probe auf Überzeugen ab, ob er das denn auch macht. Auf Überzeugen? Wenn dir einen ausgibt. Das ist gar nicht so richtig meine gute Seite, aber ich bin so nett. Interessant. Nein. Ich hätte gedacht, der Carolan ist da ein bisschen... Ich hab vor allen Dingen Heimlichkeit. Ah, okay. Geschafft! 10, ganz genau. Punktland. Gutes Pferd. Du findest aufmunternde Worte und schenkst dem jungen Mann wieder Hoffnung. Konsequenz, glückliches Schicksal. Huhu. Die Konsequenzen, die habe ich nicht rausgelegt. Tja, da hätte ich da vorher dran denken können. Ich suche sie gleich raus. Okay, sehr cool. Ich habe eine Konsequenz, ein glückliches Schicksal. Ich sehr bin gut. So stolz auf dich. Hey. Aber hey, wenn man sich mit Carolan unterhält, das hilft. Mit dem mach glücklichen Schicksal. Mach doch ein Business. Life-Coach, Carolan. Also du solltest dringend vor allen Dingen davon Abstand nehmen, immer so viel Geld mit dir rumtragen zu wollen. Ich helfe dir dabei. Ich möchte bitte 40-seitige Fanfiction darüber haben. Morgen ins Kryptorium sehen. Seelsorgebüro Carolan. Lebensberatung, Trauerbegleitung. Alles. Also solange es um Geld geht, macht Carolan viel alles. Viel sad, better call Carolan. Ja. Oh, nice. Gut, dann gehen wir mal auf den Marktplatz. Huh? Tu es. So, tue er das. 5. Ah, aventurischer Held. Auf dem Marktplatz triffst du einen der zahlreichen Helden, die auf der Suche nach Abenteuern durch Aventuria reisen und wirklich schon was geleistet haben in ihrem Leben. Ermittle mit Hilfe der Heldenmarken einen zufälligen Helden, der aktuell nicht an der Kampagne teilnimmt. Du erhältst eine Auswahl aus dem Heldendeck dieses Helden. Da wir nur zwei momentan vorliegen haben, ist es wahlweise die Torwallerin oder der Geweihte. Richtig, aus dem steinernen Schiff stammen die beiden. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, ich würfel einfach mal. Bei 1 bis 3 ist es die Torwallerin und ansonsten ist es der Geweihte. Der Geweihte, natürlich. Der Geweihte. Ich liebe es, mich mit Geweihten zu unterhalten. Aber schon noch eine kleine Spitze in dem Text, ne? Sein Held, der schon richtig was geleistet hat. Nein, das steht auch hier. Wollte ich ja sagen, das steht da auch nicht. Ach so, okay. Gut, also jetzt ihr seid ja natürlich ein wenig. Das heißt, ich darf jetzt. Ich kenne mich am besten aus in diesen Boxen, fürchte. Ich befürchte. Das hast du sehr gut untergebracht, Johannes. Ich hätte dir das abgekauft. Ne? Was ist da drin steht, ja. Es steht, guck hier, schwarz auf. Ja. Schwarz auf nicht weiß. Ja, wenn Markus mitspielt, dann diesen Text auch vorlesen. Ja. Ich finde es sehr beeindruckend. Als einer eurer Mitspieler, der Markus sein sollte. Ich fürchte allerdings, beim Chris wäre es auch so gelaufen. So, und jetzt ist die Frage, was der mir beibringen kann, richtig? Die Frage ist, was der dir beibringen kann, ja. Der kann mir bestimmt eine Menge tolle Sachen beibringen. Du hast eine Auswahl aus dem Heldendeck dieses Helden. Hm. Genau, ich suche gerade das Assortiment aus. Quasi. So. Das heißt, ich kriege eine Auswahl aus den nicht an den Helden gebundenen Karten. Dann darfst du die mal mischen und dann darf ich 3 ziehen. Yay. Das wird doch spannend. Also sag mal. Uiuiuiui. Und du bist dir sicher, du kannst mir was beibringen, was ich noch nicht weiß? So als perreine Geweihter. Was denkst du denn, könntest du da so lernen? Oh. Er kann mir beibringen, wie man mit einer Schleuder umgeht. Faszinierend. Ja. Ist nicht so unpassend, aber ich. Ja. Jetzt schon sehr, sehr speziell. Er kann mir einen Gefahreninstinkt sozusagen einbläuen. Ich glaube, den hast du auch in deinem Deck, oder? Oder er könnte mir zeigen, wie man Wunden heilt. Das ist natürlich vielversprechend. Kriege ich dafür Geld? Tatsächlich. Nein, dann nicht. Okay, gut, also. Du kannst ein Business draus machen. Also, ja, oh! Ich kann mich nicht nur um deinen Seelenheil kümmern, sondern ich kann mich sogar darum kümmern. Gebrochene Knochen und gebrochene Seelen, alles. Ja, das kann ich alles. Zahnreißer, Bestatter, alles damit dabei, komm. Ich kann auch dir eine Knochen brechen, wenn dir das geht. Ich zieh dir den Zahn raus, fix deinen Knochen und dann kann ich dich direkt beerdigen. Alles drei zusammen. Schauen wir mal. So, jetzt gehe ich noch in den Kramladen. Nachdem ich mich mit dem Perein unter Geweihten unterhalten habe. Und Alter, der hat mich zugelabert. Das war irre. Ja, die mütige Göttin, die milde Herrin. Ja, ja, ist irre. Ich kann mir vorstellen, dass es dir schlecht geht. Willst du mich dafür bezahlen? Kurze Einblendung wieder von mir. Wir haben übrigens auch noch ein bisschen Service, den wir bieten können, denn der werte Christian Lonsing befindet sich auch im Chat. Ah, wenn ihr Fragen zu Aventurien habt, beantwortet er sie sehr gerne.
Absolut. Werft euch auf den Christian. Der hat echt Ahnung. Das unterscheidet ihn massiv von mir. Von daher. Trifft das auf alle Lebenslagen zu, oder? Ich wollte mich zurückhalten. Lohnt sich nicht. Aber du lohnt warst sich, so schnell, ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Oh, das wiederum glaube ich dir nicht, David. Okay, cool. Gehen wir mal in den Kramladen, schauen, was passiert. 17 wieder. So, nachdem du auf dem Marktplatz vollgelabert wurdest, beobachtest du nun beeindruckt, steht da so, was soll ich sagen? Ja, absolut. Ich will wie ein hübscher Jüngling die alte Krämerin ordentlich um den Finger wickelt, um sich ein paar Silbertaler beim Einkauf zu ersparen. Von dem kann ich noch was lernen. Wenn du dich entsprechend herausputzt, kannst du vielleicht Ähnliches erreichen. Auswahl gut aussehend, Aktionskarte Stufe 2. Die müsste in diesem Stapel da sein. Oh, Carolan wird gut aussehen, Stufe 2. Mach dir mal deine Konsequenz heraus. Genau, mach doch mal. Gut aussehen, Stufe 2. Alter, ist das lustig. Ich weiß, was ich nehme. Egal, was die Karte macht. Egal, was die Karte macht. Ich werde gut aussehen, Stufe 2. Einfach nur fürs Portfolio, ne? Es ist einfach cool, ey. Ich bitte dich, ja. Hier gut aussehen, Stufe 2. Erhältst du durch einen gegnerischen Angriff 8 oder mehr Punkte Schaden, verlierst du 3 Lebenspunkte weniger. Mhm. Nimm gut aussehend auf deine Hand zurück. Das ist doch gar nicht mal so schnell. Ey, wenn du so gut aussiehst wie ich, dann haut man dich einfach nicht so fest. Was, bist du etwas abgerutscht bei deinem Angriff? Meine Schönheit hat dich so geblendet. Ja, also ich werde auf jeden Fall hier gut aussehend Stufe 2 nehmen. Das dürfte ich ja für 2 Punkte auch kriegen, oder? Ich fürchte, das ist Aktionskarte Stufe 2. Ja, darf ich? So, das heißt, ich muss jetzt nur irgendwas aus meinem Deck rausnehmen, genau. was ich nicht mehr habe. Jetzt darf er sich aber nun wirklich nicht mehr beschweren. Wird er trotzdem nicht mehr. Jetzt ist sein Signature-Satz nicht mehr, oh, ich habe doch nichts, sondern oh, ich bin gut aussehend. Also wenn du so gut aussehen würdest wie ich. Dann, aber tust du ja nicht. Also insofern, alles gut. Alles gut. Ach, schön. Mal gucken, was wir alles rausnehmen können. Alles tolle Sachen können wir rausnehmen. Ich nehme den rettenden Sprung raus und packe dafür eine gut aussehend rein. Glückwunsch. Dankeschön. Es ist viel wichtiger, gut auszusehen im Leben, als springen zu können. Nein, ich meine, hey, man muss doch mal. Ich habe übrigens auch Gefahreninstinkt, aus dem der Quatsch erzählt. Glückwunsch für Äußeres. Die kommen weg, die habe ich nicht genommen. Die gehen zurück in den Stapel. Raus damit! Und ich habe die Konsequenz, glückliches Schicksal. Nimm dir zu Beginn des nächsten Abenteuers einen Schicksalspunkt. Ich fürchte, wir haben diesen Beginn nun erreicht. Sehr schön. Die wie ihr hier auch seht, wir haben hier natürlich auch super coole Schicksalsmarken. Nice. Das heißt, wir benutzen ja hier die Marken aus unseren neuen Boxen. Ja. Das letzte Mal habe ich hier Sünde genommen als Magierin, aber... Also für den Chris hat das Ingerim-Deck so gut funktioniert, dass ich dachte, komm, als Feuermagierin. Du kannst auch Ingerim, Alter. Ja. Wobei ich hier Sinde immer noch eigentlich passender finde. Aber hey, weißt du, solange man Fex hat, ist alles noch... Ich darf mir einen nehmen, ja? Du darfst ja einen nehmen. Okay, danke. Entschuldigung, ich darf. Dankeschön. Das glückliche Schicksal. Dankeschön. Nun gut. Nice. Finde ich gut. So, ich finde als Strafe muss der Markus auch vorlesen. So. Das wird locker, das wird cool. Wald ohne Wiederkehr, Mann, ich habe so gute Erinnerungen an das Abenteuer. Ich habe gemischte Erinnerungen an das Abenteuer. Du kannst aber was Kleines sagen. Nein, das ist ein cooles Abenteuer. Ich finde es auch, also es ist ja auch quasi der Ursprung von Undergast und Nostria. Absolut. Auch damals noch nicht ganz Undergast anders. Und Nostria war. Ganz anders. Hat nichts mit dem zu tun, was wir heute kennen. Aber auch gar nichts. Der dunkle Zauberer, der da, Spoiler-Alarm, oh mein Gott, der darin vorkommt, der hat sich auch im Laufe der Geschichte ein bisschen gewandelt. Und ich hatte den heute auf meinem Schreibtisch nochmal. Ja. Du hattest den Zauberer auf deinem Schreibtisch. Nicht in Person, okay. Aber zumindest seinen Namen und Dinge um ihn herum. Der Böse, der sich den Gürtel vom Leib reißt, um... So. Egal, also, anderes Thema, anderes Thema, anderes Thema. Seid ihr bereit? Ich wurde bereit geboren. Mhm. Sagt man das nicht so? Ich habe das schon mal gehört. Nice. Das ist, glaube ich, ein bekanntes Sprichwort. Also, wir spielen heute den Director's Cut, erstmal Akt 1, aus Mythische Geschichten für Wald ohne Wiederkehr. Das heißt, wir geben es uns so richtig schön grob mit geiler Vorgeschichte und allem, was dazugehört. Also, liebe Kinder... Märchenstunde. Ja. Passt Weihnacht. Nostria 993, Bosbarans Fall.
Ihr wurdet von König Kasimir höchstpersönlich dazu auserkoren, ein wertvolles Pergament zurückzuholen, auf dem der Stammbaum seiner königlichen Familie verzeichnet ist. Ohne dieses Pergament ist er nicht in der Lage, seinen legitimen Anspruch auf den Thron zu beweisen, und es steht ein Bürgerkrieg zu befürchten. Um dieses Unheil abzuwenden, müsst ihr allerdings den gefürchteten Wald ohne Wiederkehr durchqueren und seinen Gefahren trotzen. Ich meine, wenn wir da wiederkehren, ist es eigentlich doch schon ein Erfolg, oder? Nur mal so. Dann spielen wir den zweiten Teil. Rückkehr in den Wald ohne Wiederkehr. Denn jenseits dieses Waldes, in der Burg Andergast, soll sich das Pergament befinden. Im kleinen Dorf Beilstadt, unweit des Waldes, macht ihr Rast. Morgen werdet ihr den Wald betreten. Spielerentscheidung. Entscheide, ob ihr euch im Dorf umhört oder die Geschichten der Dörfler ignoriert. Wir sollten vielleicht mal gucken, wer Startspieler ist. Wer der Startspieler ist. Ja. Sag mal Stopp. Stopp. Carolan! Hallo! Es ist wundervoll, euch hier zu treffen. Hallo? Hallöchen. Ach, und die Elf hat aber eine interessante Stimme. sehr schön. Wollt ihr nicht mit mir euch auf den Weg machen, um für den ollen Kasimir diesen Zettel wiederzukriegen? Achso, du redest jetzt mit uns als Helden, nicht mit den Dorfbewohnern. Ach, ihr seid gar nicht die Dorfbewohner. Entschuldigung, ich habe euch verwechselt. Ah. Ich bin verwirrt. Also, ich komme eigentlich nicht von hierher, aber ist in Ordnung. Wir laufen ja nur schon seit 2-3 Tagen miteinander rum. Aber, Ach, du warst das. Ja. Ah, nett. Also, ich stelle mir immer vor, dass man in Nostria mit so einem fürchterlichen plattdeutschen Akzent spricht und in Andergast mit so einem heftigen bayerischen. Wahlweise bayerisch oder moselfränkisch. Bayerisch könnte ich nicht, aber moselfränkisch wow. Könnte. Alter, okay, sehr gut. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich die Gerüchteküche wirklich wählen will. Also ich bin aber dafür, dass wir uns die Gerüchteküche geben. Das wäre so das Nächste. Ich fürchte, es ist deine Entscheidung. Ja, ich denke auch. Dann entscheide ich hiermit. Wir hören uns natürlich bei den Dorfbewohnern um. Das ist zwar ultra brutal dämlich von mir, merke ich gerade, weil wir fordernde Umgebung haben. Die sind echt kacke drauf, die Leute. Ach, und dann kriegen wir die ganzen jetzt die kritischen Fehlschläge. Genau, wir kriegen jetzt fiese Proben reingewirkt. Das macht nichts, das macht mehr Spaß. Gerüchteküche. Die Dorfbewohner. Dann hassen die uns alle, dann müssen wir auch schnell los. Das ja. Gibt uns doch ein bisschen. Alter, müssen wir mal schnell los. Die Dorfbewohner sind ein wortkarges, abergläubiges Völkchen, das am liebsten unter sich bleibt und den gefürchteten Wald meidet. Es ist schwer, unter diesen Umständen jemanden zu finden, der etwas über den Wald weiß und gleichzeitig bereit ist, mit euch darüber zu reden. Jeder Held legt eine Probe auf Wissen ab. Ha, das kann ich. So, lass mal gucken. Wie war das? 10 oder weniger. 10 oder weniger, das ist bei mir fast alles. Nice. Ja. Ja, magst du anfangen? Ja, gerne. Das ist ein Erfolg. Erfolg! Dir wird schon bald klar, dass die Leute vor allem deshalb Angst vor dem Wald haben, weil sie ihn niemals betreten. Vermutlich ist das Gehölz nur halb so gefährlich, wie es sich in ihren Geschichten anhört. Nimm dir einen Schicksalspunkt. Sehr gerne. Nimm dir einen Schicksalspunkt. Natürlich auch keiner wiederkehren, wenn da nie einer reingeht. Ne? Also, magst du auch würfeln? Du Fuchs! Ja, ich habe leider nur eine 8 da. Das heißt, das wird ein bisschen kritisch. Jawohl. Geschafft, damit wird es nur ein Misserfolg, richtig? Ja, ist korrekt. Alter, ist das korrekt. Ach so, ist es unter einer Stufe. Ich hab doch gesagt. Moment, das heißt, ich muss einen kritischen Erfolg haben. Um einen Erfolg zu haben, ja. Mhm. Wow. Normale Erfolge, kritische Erfolge werden zu normalen Erfolgen, Erfolge als Misserfolge. Misserfolge, kritische Misserfolge. Aber dann hast du es doch eben auch nicht geschafft. Nein, doch, er hat einen Wert von 14. Ach so, okay. Diese Karte wird uns so richtig. Ja, schön. Wow. Warum bin ich mit euch losgezogen nochmal? Was war der Grund? Weil du so gut aussehen bist. Das stimmt. Ich finde die Elfe auch interessant. Hart. Okay. Soll ich euch allein lassen? Oder? Nein, ich finde nur Elfen interessant. Egal. Also, wo waren wir? Minus. 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 Also nein, nicht Minus. Misserfolg. Du, 0,511, genau. Du kommst mit einem alten Mann ins Gespräch, der dir haarsträubende Geschichten von lebenden Bäumen, Werwölfen und Gestaltwandlern erzählt.
Du bist so eingeschüchtert, dass du dir von ihm für viel Geld einen Talisman andrehen lässt, der angeblich vor diesen Gefahren schützt. Du erleidest eine Minusmarke. Das heißt, du kriegst faktisch weniger Karten, wenn es losgeht. Oh, die wird nicht rumgedreht auf eine Plusmarke. Hey, netter Versuch. Ich leg die dir auch schon mal hier hin. Geh doch weg. Ich hab damit nur so ein bisschen hier rumgespielt. Ja, das ist ja gar nicht... Oh, was? Wie? Ich finde das übrigens auch sehr praktisch, das dass ich hier ist. Mit dem speziellen Fex W20 würfeln darf aus der Box, der von der Farbigkeit her so ist, dass ich euch eigentlich fast alles erzählen kann, was ich da würfel, oder? Oder sieht man das tatsächlich? Sehr passend eigentlich. Sieht man das? Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob man das sieht. Also ich sehe es. Ja, du. Der Würfel? Was für Würfel? Was habe ich denn gewürfelt? Eine 2! Kann man das sehen? Ich glaube, es geht. Wo ist der vorne? Da. Da kannst du sehen, was das ist. Ich sehe die nicht. Ich finde, es geht. Ich finde die zwei durch. Kannst du das sehen, Inge? Ja, doch, ich würde schon sagen. Kannst du das sehen, wirklich? Ja, 2. Nee, es war eine 1. Warte mal, muss man da. Netter Versuch. Okay, gut, ich habe also auch mir einen Talisman andrehen lassen. Ich habe mir nur einen Talisman andrehen lassen. Und Michi Bam rollt nur mit den Augen über ihre Gefährten. Weiter bei 2 in den Wald. Okay. Am nächsten Morgen brecht ihr auf und steht kurz darauf am Waldesrand. Es ist ein dichtes Gehölz, das trotz des schönen Wetters einen furchterregenden Eindruck macht. Knorrige Bäume säumen einen steinigen Weg, der tief in den nebelverhangenen Forst hineinführt. Kein Windhauch ist zu spüren und eine Totenstille liegt über diesem Ort. Und doch habt ihr das Gefühl, als ob ihr von tausenden unsichtbaren, hasserfüllten Augen beobachtet werdet. Ihr habt den Wald ohne Wiederkehr erreicht und ihr versteht, warum er diesen Namen trägt. Dennoch reißt ihr euch zusammen und schreitet mutig voran. Kurz darauf bemerkt ihr am Wegesrand mehrere dampfende Kohlemeiler und einige Meter weiter eine niedrige Hütte. Startspielerentscheidung. Das bist jetzt du. Entscheide, ob ihr euch der Hütte des Köhlers nähert oder sie links liegen lasst. Ich finde erstmal interessant, dass wir da reingehen und erstmal Leute treffen. Das ist schon mal nicht so... Er kommt halt nicht mehr raus, weil das ist ja der Wald ohne Wiederkehr. Das ist die Gefangenen im Wald ohne Wiederkehr. Ich bin jetzt 2 Meter reingegangen, ich wohne jetzt hier. Also, ja, was soll man machen? Also, aber ich würde mal sagen, wir gucken uns das mal an, oder? Also, ich bin sicher, ein Freund von keine Probenwürfen Neugierde. Garantiert müssen wir keine Proben würfen. Ja, komm. Also ich meine, wenn ich hier auf... Vielleicht kann ich auf Wildnis leben oder sowas würfeln, da kann ich ein bisschen was. Du willst dich dem Kohlemeiler nähern? Ja. Klar wollen wir das. Wir hätten auch einfach weitergehen können. Genau wie wir am Anfang nicht mit den Leuten hätten reden können. Egal. Ich habe übrigens noch eine interessante Frage, die ihr euch, während ihr durch diesen Wald lauft, stellt. Und zwar, ob die Zuschauer für Kanalpunkt Rerolls kaufen können sollen oder nicht. Also unbedingt. Gerade mit der Karte, die hier. Unbedingt. Aber es lohnt sich ja dafür kaum zu rerollen. Ja, wenn du da noch, wenn du sofort auf einen kritischen Misserfolg kommst, wenn du einen Misserfolg hast, macht das ja absolut recht, Sinn. Ich doch. Okay, ich nehme alles zurück. Ach, Alter. Ich richte das mal ein. Danke. Nice. Guck lieb in die Kamera. Geht doch. Es wird wieder viel zu einfach. Da müssen wir das nächste Mal wieder eine höhere Schwierigkeitsstufe spielen. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Der Köhler. Als ihr euch der Hütte nähert, erscheint ein vollbärtiger Mann, der eine Axt in seinen kräftigen Händen hält. Euch habe ich hier noch nie gesehen, sagt er anstelle eines Grußes. Wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir? Der ist nicht von hier. Der spricht nämlich weder bayerisch noch moselfränkisch. Ich lebe schon so lange in diesem Wald, da verliert jeder seinen Akzent. Vielleicht haben wir eine gewisse Verwandtschaft. Ich dachte, du bist die Ich muss mein... Das Bild dieser Elfe verändert sich fortwährend, ja? Entschuldigung, nur weil ich hier lange blonde Haare habe, muss ich ja nicht gleich irgendwie... Ich habe dich tatsächlich hier standardisiert in meinem Kopf. Ja. Das tut mir wirklich leid. Während ihr noch überlegt, wie ihr dieser misstrauischen Frage begegnen wollt, hört ihr hinter euch das Geräusch von jemandem, der einen Bogen spannt. Ihr dreht euch um und erblickt einen jungen Mann, der mit einem Bogen in eure Richtung zielt. Gehört ihr zu den Räubern? Fragt er mit einer Mischung aus Furcht und Zorn in seiner Stimme. Hier ist Vorsicht geboten, denn Köhler sind von Natur aus seltsamer Gestalten und oft nicht ganz richtig im Oberstübchen. Ein Held legt eine Probe auf Überzeugen ab.
Alter, da sind wir ja alle auf der ganz guten Seite. Nee, ich hätte durchaus Chancen, das zu schaffen. Wie viel hast du? 12. Du. Aber bist du nicht besser da drin? Ja, kein Witz, nein. Nee, der haben wir eben schon. Der Carolan kann nicht so gute Gegner. Nee, das ist der Speaker. Was ja? ist das? Wofür? Ist nur der Sneaker. Denn? Ja, okay, ich sehe es. Für die Schuhe. Ich kann sagen, das ist von meinen Schuhen. Achso, ich sollte vielleicht einfach hier würfeln. Also Räuber, nein. Entschieden, nein. Erfolg. Sehr schön. Du machst den Köhlern klar, dass ihr keine Räuber seid. Sie begrüßen euch daraufhin freundlich und berichten euch, dass dieser Wald von räuberischem Gesindel heimgesucht wird, das sich nachts zu ihrer Hütte schleicht, um Schaufeln zu klauen. Was? Nein! Doch! Die Räuber sollen ihr Lager irgendwo nördlich von hier aufgeschlagen haben, aber wo genau, das wissen die Köhler nicht. Dennoch halten sie euch für genau die Richtigen, um etwas gegen diese Landplage zu unternehmen. Sie versorgen euch deshalb mit passender Ausrüstung und jeder Held bekommt eine Plusmarke. Das heißt, wir beide werden unsere Minusmarke mal losmachen. Wer wollte nicht Kohle? Also ganz ehrlich, ich finde bisher läuft es völlig in Ordnung. Ich finde auch. Also das liegt aber nur daran, dass du gerade die passenden Werte hattest für das, was wir machen mussten. Ja. Also irgendjemand, also der Zwerg wäre es ja nicht gewesen. Nee. Ja. So hast du mich angemacht, Alter. Schrock. Weitergehen, hier geht's nicht zu sehen. Ihr dringt entlang des engen Waldweges tiefer in den finsteren Forst ein und trefft schließlich auf eine Kreuzung, von der ein Weg in Richtung Norden abbiegt, während ein anderer geradeaus in westlicher Richtung weiterführt. Ein Wegweiser am Rande der Kreuzung ist so alt und verwittert, dass ihr nicht mehr lesen könnt, was einmal dort geschrieben stand. Einer alten Landkarte zufolge müsste sich die Burg Andergast aber westlich von hier befinden, am Rande eines Sumpfgebietes. Startspielerentscheidung. Entscheide, ob ihr den Weg in Richtung Westen fortsetzt oder in Richtung Norden. Das ist mir ganz offen gestanden viel zu viel Verantwortung. Die möchte ich gerne outsourcen. Chat, ich finde, das ist eine Frage für aber dich. Warte mal, da wo wir hinwollen, ist Richtung Westen. Vermutlich, ja. Und wir wissen aber, also von den Köhlern wissen wir, dass die Räuber wahrscheinlich im Norden sitzen. Genau. Also, da ist die Landplage. Wir können uns entscheiden zu tun, was wir tun wollen oder was anderes machen. Ja, wir können den Köhlern halt einen Gefallen tun. Ja, wir können nett sein. Dann gehen wir nochmal zurück. Lass uns doch zurückgehen, genau. Dann fragen die nochmal, wir können ja nicht zurückgehen. Das ist ja ohne Wiederkehr, ja. Genau. Oh wei. Die können wir ja nie wieder treffen quasi. Oh wei. Also ich bin auf jeden Fall total gespannt, ja, das ist... Ich habe das jetzt auch noch nie gespiegelt. Nein, in der Extended Version. Nee. Aber du kennst so die Standardversion aus dem Spiel. Die habe ich unendlich oft gespielt. Die habe ich nie gespielt. Ich habe sie zwar gelesen und editiert und so weiter und so fort und alles, aber ich habe sie nie gespielt. Deswegen ist das gerade auch für mich total mega. Es ist was ganz anderes, das wirst du kennen. Wenn du es abenteuer spielst oder wenn du es liest, um es zu bearbeiten, ist es völlig anders. Gibt es große Unterschiede? Oder? Es ist halt, die Director's Cuts sind einfach viel, viel größer, länger, mehr Geschichte und so weiter und so fort. Entscheidungen. Das Abenteuer hat drei Akte. Ja. Ah, okay. Das ist halt schon eine monumentale Aufgabe. Das hier ist ein Riesenakt. So. Ich glaube übrigens, dass wir hatten ja auch eine Abstimmung auf Patreon, welches Abenteuer wir als nächstes spielen. Ja. Und da lief es auf der Streuner so sterben hinaus, wenn ich recht informiert. Ist das das Wort? Es ist Freitagabend, ich habe gleich Wochenende, ich muss keine Wörter mehr kennen. Jedenfalls, das Spiel, weil der Chris wieder da ist, der möchte nämlich gerne dabei sein, wenn wir... Deswegen spielen wir heute nicht der Streuner soll sterben, sondern eben den Wald ohne Wiederkehr. Dann werden wir nämlich nicht mehr zurückkehren. Und dann muss der Chris alleine... Muss der Chris dann alleine den Streuner befreien, genau. Inge, du wolltest was sagen. Ich wollte nur sagen, ihr könnt jetzt eure wertvollen Kanalpunkte ausgeben, um diesen armen drei Helden... das Leben unnötig zu verlängern. Unnötig zu verlängern. Dankeschön. Sehr gut. Ich mag deine Einstellung zu dem Thema. Haben wir denn ein Ergebnis, was den Chat angeht, wo wir langgehen sollen? Also tatsächlich habe ich nur eine Antwort dazu. Das heißt, nur nicht nach Osten gehen, der Rest ist egal. Auch gut. Was sagst du? Gut, das Gegenteil von Osten ist ja, warte, ich würfel mal drauf. Westen, also gehen wir nach Westen und ignorieren die Räuber. Wir ignorieren die Räuber, okay, wir ignorieren die Räuber. Also gehen wir Richtung Westen. Du meinst, drei Akte sind schon lange genug. Westen. Schließlich gelangt ihr zu einem steilen Felsen, der hoch über den Wald hinausragt. An seinem Fuß findet ihr eine geräumige Höhle, in der ein zerlumpter Eremit sein Dasein fristet.
Als er euch bemerkt, kommt er fröhlich auf euch zu und beginnt euch ungefragt damit vom Wald ohne Wiederkehr zu erzählen. Okay. Jeder Held legt eine Probe auf Sinnesschärfe ab. Da habe ich auch nur 10. Oh wei. Oh, da habe ich 12. Das ist ganz okay. Okay, ich fange mal an. Ich wollte gerade sagen, als ins Stocken gekommen ist, ja, was geschafft, ich machen will, da... Aber Misserfolg. Nachdem euch der Eremit seine Geschichte erzählt und ihr euren Weg in die Tiefe des Waldes fortgesetzt habt, stellst du fest, dass er dich bestohlen hat. Lege die obersten 2 Karten von deinem Heldendeck in deine Ablage. Ah, ah. Wow. Der hat mir mein Waffengift geklaut, der alte Bastard. Und ich weiß nicht mehr, wie nackte Zwerge aussehen. Hoffentlich trinkt er das, weil er denkt, das ist irgendwas Leckeres. Ich argwöhne, dass mir das Gleiche passieren wird. Wir gucken mal. Ja, in der Tat. Erfolg, also Misserfolg. Nur Misserfolg zum Glück. Erfolg, also Misserfolg. Und wir verabschieden uns von einer Kraftkontrolle. Das ist okay. Und der festen Matrix. Das ist Das ist aber schon biestig. Ich habe beide das letzte Mal nicht gebraucht. Brauchen, ja auch, aber die sind beide gut. Du bist ja auch weich, da geht ja keine. Ich kann mir die ja zur Not auch zurückholen. Mit meiner Sonderfertigkeit, wenn ich sie wirklich will. Ja, okay, sehr gut. Ich habe tatsächlich 12, also ich habe einigermaßen Chancen. Ein Erfolg? Ich habe eine 8. Ein echter Erfolg? Ja, wow. Nice. Der Eremit berichtet, dass Burg Andergast von einem Heer aus Untoten vernichtet wurde und seitdem der böse Magier. Wie heißt er? Murgol. Dort haust und seine finsteren Pläne schmiedet. Das heißt, du erleidest einfach nur keinen Nachteil. Du bist einfach nur nicht unsittig gekrabbelt. Nein. Du hast nur Glück, dass du nichts abgenommen bekommst. Sei froh. Das ist ja wohl, dass er mich nicht so angepackt hat. Wahrscheinlich war er einfach so fasziniert von deiner Elfigkeit. Von deiner elfengleichen Stimme. Um euch für die kommenden Herausforderungen zu stärken, kocht euch der Eremit ein leckeres Süppchen. Sucht die aus den Wald ohne Wiederkehr 1 Abenteuerkarten, die Karten Eremitensüppchen heraus. Moment, der beklaut uns? Aber zieht dir dann Waffengift ab und kocht uns dann Süppchen. Ich finde das nicht vertrauenserweckend. Der kocht uns ein Süppchen aus dem Waffengift. Ja, wahrscheinlich. Das macht mir Sorgen. Das sieht aus, als würden wir da auch irgendwie drauf würfeln. Heraus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zieht eine Schicksalskarte. Ich bin die Weltuntergangsfee heute. Okay. Ach so. Großes Unglück! Mensch! Juhu! Geil! Das ist das, was ich mir wünsche. Ich packe dann alles auch noch mal rein. Danke, ist total super, ja. Großes Unglück. Legt Anzahl Helden Abenteuermarker. Also drei. In Worten drei. Auf das Eremitensüppchen. Immer wenn ein Held während der Erzählung 1 oder mehr Lebenspunkte verliert, darf er einen Marker von dieser Karte ablegen und eine Schicksalskarte ziehen. Entweder wir verlieren die Lebenspunkte nicht, bei großem Glück, oder wir verlieren, und wir kriegen sogar noch einen Schicksalspunkt, und wir verlieren die Punkte nicht, oder das Süppchen wirkt nicht, oder der Lebenspunkteverlust wird nicht verhindert und du musst die Nachteilskarte betrunken in dein Heldendeck mischen. Das heißt, mit besserem Schicksal hätten wir einfach nur mehr Marker bekommen. Mhm. Ja gut, dann ist das... Ach, wir sind auf so ein Süppchen gar nicht angewiesen. Ich meine, das ist ja auch gar nicht so toll, wenn du dann die ganze Zeit nur besoffen rumläufst. Also. Ja, aber also ich fand es jetzt viel sinnvoller, unseren Schicksalsstapel schon mal mehr so... Das stimmt, ja. ...positiv ja, für uns zu füllen. Das ist ein Long-Term-Investment. Das ist ein Long-Term-Investment, genau. Und auf das Süppchen sind wir einfach nicht angewiesen. Long-Term-Süppchen. Die Suppe kannst du behalten, Alter. Ist doch alles nur Maggi hier. Nach eurer Begegnung mit dem Eremiten durchquert ihr weiter den Wald in Richtung Burg Andergast. Der Wald ohne Wiederkehr liegt hinter euch und war nicht halb so gefährlich, wie ihr befürchtet hattet. Vor euch seht ihr ein feuchtes, nebelverhangenes Sumpfland. Ich wollte auch gerade sagen. Voller Knüppelkiefern, Schlammgruben und Tümpel. Aus der anderen Seite des Sumpfes erhebt sich ein großes Felsmassiv, an dessen Fuße ihr die Umrisse der Burg Andergast ausmachen könnt. Zum Glück führt ein Knüppeldamm durch den Sumpf hindurch zur Burg. Beim Wort Knüppel kriege ich posttraumatische Belastungsstörungen irgendwie bei der Stelle. Mit Knüppelkiefer und Knüppelweg und so, das ist im Abenteuer genauso, ne? Ja. Da habe ich gelernt... was ein Knüppeldamm überhaupt ist. Als Kind, als ich das gelesen habe, da war ich 10. Ich glaube, das ist aber auch generell sowas, was einem nie wirklich erklärt wird, sondern was man intuitiv irgendwann begreift, weil so sehen halt diese Wege durch Sümpfe immer aus.
Oder man fragt seine Eltern. Aber was sind das? Sind das einfach so Stämme, die reingesteckt sind oder was? Okay. Das sind die, wenn du Baumstämme nimmst und die aneinander bindest und die dann eben so einen Weg binden und die dann immer wieder im Sumpf versenkt sind. Das ist ein Knüppeldamm. Okay. Ist voll clever. Habt ihr alle was gelernt? Weil wir haben dem David gerade was beigebracht. Ja, sehr schön. Okay, also Knüppeldamm. Okay, Dreisatz entfernt. Und raus. Zum Glück führt ein Knüppeldamm durch den Sumpf hindurch zur Burg. Doch als ihr euch den Damm nähert, erwachen die Weidenbäume um euch herum plötzlich zum Leben und peitschen mit ihren Zweigen auf euch ein. Jeder Held legt eine Wildnisprobe ab. Erlebtes Leben. Hm. Ja, das ist meine ganz starke Seite. Das gefällt mir. Möchtest du starten? Gerne. Dann leg doch mal los, Johannes, Baby. Komm. Ich habe einen Wert von 14. Ja, gerade so. Erfolg. Wow. Die verhexten Weiden peitschen wild um sich, sind aber immer noch an ihren Ort verwachsen, sodass du ihnen mit Hilfe deiner naturkundlichen Kenntnisse aus dem Weg gehen kannst. Das war's. Naturkundliche Kenntnisse. Nicht schlecht. Für uns geht das nicht so gut aus. Ich fürchte, nein. Dafür habe ich den Dreisatz gerade. Eine 4, das ist ein Erfolg. Der wird zu einem Misserfolg. Autsch! Der Wald ohne Wiederkehr zeigt sich letzten Endes doch noch von seiner gefährlichen Seite. Du verlierst 1W6 Lebenspunkte. Auch das noch. Sind 5. Und jetzt müssen wir eine Marke entfernen, oder? Müssen wir das Süppchen nicht jetzt? Nein. Er kann das anwenden. Okay. Aber er muss es nicht anwenden. Ich dachte, das wäre. Was denkt ihr, ist das sinnvoll? Nicht optional. Weißt du, das kommt, wenn das Süppchen weg ist, ist das Süppchen weg. Ich möchte das Süppchen gerne. Gut, okay, cool. Und dann zieh doch mal eine Karte. Unglück! Das Süppchen wirkt nicht. Nee, es hat einfach keinerlei Wirkung und der Marker kommt runter. In deinem Bauch rumort es ein bisschen und die Weide sagt peitsch. Und ich sag au. Das machst du auch wieder. So. Jetzt haben wir die Karte auch wieder. Ich habe einen Grundwert von 8. Das ist vielversprechend. Ja, das ist mal nix. Dann würde ich vorschlagen, lieber Markus. Sehr viel sagen. Mach doch mal Dackelaugen in die Kamera. Vielleicht möchte ja jemand dir einen Reroll spendieren, damit du doch noch auf deine 8 kommst. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das lohnt. Dem würde ich hier trotzdem. Es wurde aber tatsächlich schon einer gespendet. Wo wir den einsetzen? Die Wahrscheinlichkeit ist halt gering, ne? Das ist deine Entscheidung. Ich halte das aus. Ich bin Carolan. Dann habe ich eine gute Ausrede danach, warum. Du warst ja auch im Gasthaus vorhin. Vielleicht zieht das noch. Okay. Ich dachte, du kannst gar nicht so gut reden. Ein Weidenzweig peitscht dir schmerzhaft ins Gesicht und lässt dich den Knüppeldamm hinabstürzen. Direkt in eine Ansammlung aus rasiermesserscharfem Elefantengras. Aua! Du verlierst 1W6 plus 2 Lebenspunkte. Wahrscheinlich ist es trotzdem weniger als bei mir. Ja. Nice. Okay. Na, möchtest du ein Süppchen? Okay, ich habe noch 36 Punkte. Kein Süppchen. Nee, das Süppchen heben wir auf. Wer weiß, was wir noch brauchen. Falls mindestens eins Held einen Misserfolg oder einen kritischen Misserfolg gewürfelt hat, ja, das war faktisch nicht zu verhindern, von einer der Weiden erhebt sich zudem eine große Eule, die euch in einem weiten Bogen umkreist und auf eine Gelegenheit wartet, euch anzugreifen. Oh nein. Sucht die Schergenkarte Dämonische Eule heraus. Da ist sie. Und legt sie bereit. Sie wird beim folgenden Kampf als zusätzlicher Scherge eingesetzt. Okay. Nachdem ihr die Weiden überwunden habt, betretet ihr den Knüppeldamm und meint bereits in einiger Entfernung die Umrisse der Burg ausmachen zu können, als sich plötzlich eine grünbraune Gestalt aus dem Sumpf erhebt und den Damm vor euch blockiert. Es handelt sich um ein riesenhaftes Sumpfmonstrum mit Klauen und Schwimmhäuten und einem gewaltigen Maul voller nadelspitzer Zähne. Falls sich ein Marker auf der Ressourcenkarte Freunde befindet. Nicht der Fall, haben wir nicht. Nein, was für Freunde? Freunde? Ihr nicht mal, oder? Also. Nee. Geschäftsbeziehung. Ja. Liegen keine Marker auf der Ressourcenkarte Freunde, geht's bei 14 weiter. Räuberüberfall. Oh. Ach, die hätten wir vorher schon. Ah, okay. Da wollten wir aber nicht. Der Chat wollte nicht. Der feine Herr war sicher dafür zu gut. Der Chat wollte nicht. Eigentlich war er das. Man kann ja sagen. Also ich hätte mich mit den Räubern gerne unterhalten. Ich kann die verstehen. Das sind ja auch keine Räuber. Das sind Umverteiler. Das sind andere Köhler eigentlich. Hier, ne? Ja, das sind, Köhler, nur anders. Ja. Anderer Gast. Der Gast. Während ihr vor dem Sumpfmonster zurückweicht, tauchen hinter euch plötzlich mehrere abgerissene Gestalten auf, die ihre schartigen Waffen gezückt haben. Mhm. Diese Räuber haben sich anscheinend hier versteckt, um euch im richtigen Moment aus dem Hinterhalt anzugreifen. Es entbrennt ein Kampf. Auf Leben und Tod. Bam, bam, bam! Kampf um den Knüppeldamm! Es kommt zum Kampf. Nehmt die Wald und nicht mein Knüppeldamm!
Nehmt die Wald ohne Wiederkehrkarte. Jetzt kannst du mal nach oben bewegen. Kommt jetzt alles runter. Achso. Genau. Das hat sich voll gelohnt, das Schicksal zu töten. Ja, wir haben noch, das Süppchen. Also wir spielen einfach, richtig? Wir spielen schwierig. Oh, schade. Netter Versuch. So, man kann es ja mal probieren. Richtig. Ta-ta-ta-ta-ta. So, hier haben wir die Karte. Dann haben wir unsere nette Zeitskala, die Herren. Wir beginnen mit 7 Marken. Mhm. Peng. Dann legen wir noch zusätzlich die Kampfumgebung Knüppeldamm aus. Geil. Ihr dürft Angriffe nur gegen den Gegner durchführen, der sich ganz rechts in der Gegnerreihe befindet, weil wir ja in Reihe sozusagen auf diesem Knüppeldamm stehen. Aber die dürfen trotzdem, das finde ich jetzt aber blöd. Ja, die sind halt besser trainiert darin als wir. Die haben halt sich in den lange Arme oder so. Keine Kekse, also doch Kekse, aber egal, komm. So, genau. Und dann haben wir das Monster im Sumpf. Das ist unser, das ist der Anführer. Kann nur mit Hilfe der Heldenaktion Illusion bekämpfen besiegt werden. Mhm. Weil der hat nämlich keinerlei Lebenspunkte und irgendwas. Ach, ja, ich erinnere mich. Genau, und der haut auch zu. Ach so. Ja, das macht er. Da kennt er nix. Dann haben wir natürlich noch die Heldenaktion Illusion bekämpfen. Da müssen am Anfang 6 Marken drauf, Anzahl Helden mal 2. Jede Runde, maximal einmal pro Held, eine Probe auf Willenskraft ablegen. Kostet auch einen Punkt Ausdauer. Eieiei. Ja. Entfernt für jede erfolgreiche Probe eine Marke. Wurden alle entfernt. Durchschaut ihr die Illusion, dreht diese Karte rum. Sobald wir bei 2 Zeitmarken ankommen, jeder Held muss für jede Marke auf dieser Karte eine seiner Ausdauerkarten ablegen, legt diese Karte um. Also irgendwann durchschauen wir es automatisch. Okay. 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 Aber dann verlieren wir Ausdauerkarten. Ja. Das ist gut. Das ist gar nicht mal so lang. Ne? Bemerke, die fordernde Umgebung zählt nicht mehr während des Kampfes. Genau. Ach so, nur während der Erzählung. Okay. Das wäre sonst das auch. Das hätten wir jetzt, glaube ich, auch einpacken können. Würde ich gerade sagen, sonst wäre ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich einfach sagen würde, schade. Dann ist es ja hier Sonntags. Sag ich doch. Sag ich doch, aber mir glaubt ja wohl keiner. Anführer ist das Monster im Sumpf. Schergen. Bildet einen Stapel aus Schergenkarten. Falls ihr einen Punkt auf der Ressourcenkarte Freunde liegen, müssen wir die Tiere im Wald benutzen. Nö. Haben wir nicht. Falls keine Marke auf der Ressourcenkarte Freunde liegen, müssen alle Schergen das Schlagwort Räuber oder Schläger aufweisen. Ist der Fall. Nice. Räuber oder Schläger. Falls mindestens einem Helden die vorherige Wildnislebenprobe misslungen ist, kommt die bereitgelegte Schergenkarte Dämonische Eule zu sich ins Spiel, nach dem Platzieren der normalen Schergen. Das heißt, sie kommt ganz rechts. Die müssen wir als erstes wegknüppeln. Genau. Die hat nämlich ein großes, die weicht unglaublich gut aus. Das ist echt anstrengend, weil die echt unangenehm ist. Dann gucken wir doch einfach mal. Wir haben Gefahrenwert Helden mal 4. Das heißt, für 12 Punkte. Wir haben zuerst mal einen gemeinen Wegelagerer. Voll gemein, für 5 Punkte. Ja, weiter. Wir haben eine räuberische Diebin für 4 Punkte. Zum Beispiel bei 9. Und wir haben nochmal für 4 eine zweite räuberische Diebin. Das ist doch einigermaßen. Einigermaßen okay, denke ich auch. Das denke ich auch. Ich fürchte, es kommen noch ein paar mehr dazu. So. Mit den Zeitmarken. Ja. Dann würde ich sagen, einmal schön Karten mischen, die Herren. Ich habe keine Minusmarke, du hast auch keine Minusmarke, aber du hast eine Plusmarke. Also ein richtiger Plusmensch, der Johannes. Ja, der ist so positiv. Ja. So ätzend. Also ziehen wir mal als allererstes 5 Karten. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Mulligan nehmen, Leute. Ich habe auch einen Schicksalspunkt. Aha! Ich auch und du? Du nicht, ne? Nee. Keine Minusmarke. Dafür haben wir Schaden bekommen. Das ist schon okay. Ich denke auch, das ist fair, oder? Ich denke, das ist fair. Oh, das ist sehr schick. Oh, yes. Aber das ist doch richtig, richtig schick. Ich bin durchaus zufrieden, die Herren. Das gefällt mir auch. Kann man. Ich möchte gerne einen Mulligan nehmen, wie man so schön sagt. Ja, einen Mulligan. Einen Mulligan. Ja, ich werde auch. Diese 3. Ich werde auch 3 Karten neu ziehen. Ta-ta-ta, ta-ta. Mhm. Und immer noch ohne Waffe in den Kampf ziehen. Das ist sehr schade. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, hey, ich bin eh nur Carolan. Ihr, ach, müsst, das ja, ihr müsst das hier reißen. Ihr wisst ja, wie das geht. Aber dafür sehe ich unglaublich gut aus. Unfassbar gut siehst du aus. Oh mein Gott. Nice. Der Bestaussehendste hält auf diesem Knüppel da. Das ist sicher.
Was sagst du da dazu? War das auch Carolan oder das Monster? Vielleicht die Eule? Ich dachte, ich habe für dich gesprochen. Ah, so, okay. Gut. Alle bereit? Alle bereit. Oh, wer ist Startspieler? Du. Ich bin Startspieler. Ich bin Startspieler. Ich bin Startspieler. Das heißt, wir ziehen alle zwei Karten. Tada, dürfen Ausdauerkarten runterlegen. Mächtig, mächtig. Ich benutze direkt zu meiner Sonderfertigkeit und ziehe noch zwei Karten. Okay. Habe nicht bekommen, was ich brauche. Wolltest du keine Karten reinmischen? Nee, ich hatte gehofft, hier, wie heißt es, womit ich mehr Ausdauer habe, astrale Meditation zu ziehen. Habe ich nicht bekommen. Hast du keine, hast du nichts astrale? Nicht. Australien Meditation. Meditation. Ah, Alter, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Was macht denn der Typ da? Okay. Aua, der macht ganz schön Aua. Gut. Ui. Also, ich habe zwei Ausdauerkarten gespielt. Lege dann mal los. Und als erstes muss ich feststellen, fuck, Waffen vergessen. Ich suche alles ab, weil unter Umständen habe ich noch ausreichend viele Verbindungen, um das auch irgendwie hinzukriegen. Ein Spieler meiner Wahl, ich, zieht. Wie altruistisch. Ja, da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts, mein Freund. Da kenne ich nichts. Darf zwei Karten ziehen. Mehr Punkte habe ich nämlich dafür nicht. Ich kann euch sagen, ich bin so gut aussehend, da fallt ihr glatt in Ohnmacht. Das freut mich wirklich sehr. Das ist tatsächlich. Wow. Gut, okay. Kurz Ohnmacht. Waffen hast du wirklich keine mitgenommen? Ne? Nee, ich habe die leider vergessen. Ja, wozu auch? Bei dem Eremiten? Bei dem Süppchen? Der Eremit war's! Süppchen mit den Waffen umgerührt. Das ist, oh Gott, das war der Punkt. Deswegen, ich habe mich ganz schön gefragt, als er umgerührt hat, warum sieht das aus wie mein Drapier? Ja. Wieso schmeckt die Suppe nach Krähenfüßen? Das ist Suppe. Verdammt, okay, ich bin durch. Ich krieg nichts auf die Kette im Moment. Du kannst zumindest mal angreifen. Ich kann für null angreifen, stimmt. Ich bin ja Carolan. Oh, das vergesse ich immer. Ich bin so gut aussehen. Entschuldigung, ich habe vergessen, wer ich bin. Also ich. Hast du eigentlich einen magischen Angriff? Nein. Quatsch. Magie, was? So, ich greife die Eule an für null. Ich greife die Eule für null an. Treffe auch, in der Theorie. Sie läuft weg. Sie ist aus, sie ist meisterlich ausgewichen. Cool. Okay, gut. Sie ist ausgewichen, das heißt, ich darf trotzdem Schaden würfeln. Ja, aber nur einen. Ich würde gerne schwerer Sturz spielen. Eins. Sobald dem einem Gegner eine Ausweichprobe gelingt, verliert er drei Leben. Ha! Ja! Hast du nicht eine Ausdauer? Klar, gib ab. Die Eule weicht mir aus und fliegt voll gegen eine von den Weiden, die sie dann auspeitscht. Ja. Ey! Das ist gar keine schlechte klatsch, Sache. Klatsch, 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 Alter! Gar keine schlechte Sache. Das war richtig gut. Ja, jetzt haben wir die schon fast erledigt, ne? Weil als ich die gezogen habe, dachte ich auch direkt, ja, wenn die so gut ausweichen kann, dann soll die mal irgendwo gegenfliegen. Ja, das ist tatsächlich das wirklich, war richtig, richtig, das ist die einzige, die überhaupt ausweicht bisher. Ja, das ist richtig, richtig gut. Das ist wirklich richtig gut. Ey, warte mal, da war noch irgendein Special, oder? Am Ende der Runde würde sie alles heilen. Ja, genau. Also wir müssen sie jetzt möglichst töten. Runde. Am Ende der Runde. Aber wir werden sie töten, ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Okay, okay. Sehr gut. Ich bin trotzdem fertig, nachdem ich versucht habe, die Eule anzugreifen. Und sie ganz knapp nur erwischt habe. Aber immerhin. Danach habe ich sie. Ich habe sie nämlich übrigens. Ich war das. Ich habe sie in die Weiden reingetrieben. Hast du gut gemacht, Karl. Sobald die tot ist, habe ich meinen Teil erledigt hier von dem Abenteuer. Dann kriege ich meinen Teil am Loot. Ja? Du kriegst deinen Abenteuer. Ja, wir haben doch auch diesen Vertrag, wo drauf stand, ich kämpfe nur gegen Eulen. Ja, genau. Ja, genau. Du bist. Gib Gummi. Ich habe noch eine Ausdauer und würde mit dieser Ausdauer einfach einen Angriff ausführen gegen dieser Eule. Ich kann ja nichts anderes sogar angreifen. Ne? Du könntest tatsächlich auch die auf Willenskraft würfeln, um zu versuchen, Marken von dem der Illusion wegschauen, okay, runterzunehmen. Ich sollte das lassen, ich bin da gar nicht richtig gut drin. Ich bin da auch nicht gut drin. Ich sind alle nicht so richtig toll da drin. Ich würde, glaube ich, erstmal die Eule versuchen rauszuziehen. Ja, nimm doch mal die Eule raus. Die Eule. So. 12er Wert. Nein. Dann nimm dir einen Schicksalspunkt. Oder ich benutze meine Sonderfertigkeit. Wollen wir das? Oder verlassen wir uns die Eule? Nee, doch nicht für die Eule. Ich werde sie platt machen, ich verspreche es dir. Okay. Alles gut. Der kann. Dann nicht. Das ist das. Die Eule bekommt spontane Atemnot.
Ja, die ist ja auch gegen den Weinbaum geflogen, der sie ausgepeitscht hat. Wogegen geflogen? Was war das? Das war es mit unserer Eule und ich bekomme einen Schicksalspunkt. Yes, sir. Sehr schön. So, und ich könnte jetzt noch diese Räuberin andetschen, aber das lohnt sich nicht so richtig. Deswegen würde ich doch vorschlagen, ich gucke lieber mal. Ob du die Illusion durchschaust. Das sieht komisch aus, das Monster. Das sieht ganz merkwürdig aus. Was? Inge spricht in fremden Zungen. Inge spricht in Zungen. Einen Marker haben wir. Das Monster klingt nämlich komisch. So sieht's aus. So, wir haben einen Marker entfernt. Das hast du gut gemacht. Jetzt kommt das Monster dran. Schauen wir mal, was passiert. Das hat 3 Angriffe, Freunde. Oh, das ist wieder unfreundlich. Aber jetzt wird's unangenehm. Schauen wir mal. 13. Nichts. Es knurrt nur bösartig. Wie die Illusion auch irgendwas. 17. 6. Sumpfgas. Was? Der Held mit den meisten Ausdauerkarten nimmt eine zufällige davon auf die Hand und erhält 1W6 plus 2 Schaden. Da wir alle gleich viel Ausdauer haben. Stopp. Ich. Ist das Mirhiban? So, du musst eine auf die Hand nehmen. Und erleidest. Such meine aus. Was? Such meine aus. Ach so. 6 Punkte Schaden. Das ist aber viel! Ja. Das ist auch echt unangenehm. Süppchen! 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 Das ruft ganz schön hier aber auch. Großes Glück! Dir passiert gar nichts und zusätzlich hältst du noch einen Schicksalspunkt. Ja, geil. Dann nehme ich mir jetzt deinen. Das ist aber lieb von dir. So, hast aber Glück gehabt gerade. Ihr habt die so verhöhnt. Ich vorher. Ja, der ist der Einzige. Ich wollte das halt nicht sagen, das die ganze aktuell, Zeit. Aktuell würde ich sagen, er ist der Einzige, der von der Suppe überhaupt gekostet hat. Ey, nee, lass mal, Alter, die riecht komisch. Ich bin Magierin, ich weiß, was ich tue. Ich kenne da nichts. In Extremsituationen sollte man den Heiltrank, sollte man den Trank einfach trinken, auch wenn man nicht weiß, was er macht. Im Zweifel ist es ein Heiltrank oder man stirbt halt sowieso. Risiko. Ja, wollte ich gerade sagen, dann ist auch egal. Ne? Gucken wir mal, was der gemeine Wegelagerer so macht. Oh, 1. Das war schlecht. Ein Held nach Wahl der Spieler erhält 1W6 plus 3 Schaden. Was passiert, wenn die kritten, dann machen die dann dürfen mehr. Sie nochmal die. Ah, dürfen sie nochmal. Wie läuft da der demokratische Prozess ab? Die da. Jeder, nur du nicht, ne? Also ich würde. Du hast noch keinen Schaden. Du bist die Einzige, die noch keinen Schaden hat. Ja, und nur weil ihr einen Schaden habt, soll ich jetzt hier irgendwie. Ich bin auch für die Elfe. Verlieren oder was? Allein für den Spruch, ansonsten hätte ich das ja auf mich genommen. Aber so nicht. Okay. Ich würfel deinen Schaden aus. Ja, du darfst mal ausweichen. Ah, okay, stimmt. Das würde ich machen, also. Ja, tatsächlich. Halben Schaden. War wow. Aufwendig. Sind 9, kriegst du immer noch 5. Ja. Okay. Alter, 5 ist hart. Er könnte Süppchen nehmen. Ich könnte Süppchen. Soll ich ein Süppchen probieren? Dann das ist das letzte Süppchen. Naja, aber das ist halt das letzte. Ja, komm, dann mach ich Süppchen. Da, ziehen. Du musst einfach Karte ziehen. Die Schicksalskarte, okay. Glück! Die okay, du nimmst einfach keinen Schaden? Sicher? Ja. Nicht nur weniger? Nein. Okay. Also meine komischen Zungen eben waren nur eine dämonische Beschwörungsformel, damit ich die Rerolls für euch wieder freischalten konnte natürlich. Was mir gelungen ist, weswegen ihr jetzt einen ganzen Schwung an Rerolls bekommen habt. Okay. Nämlich, genauer gesagt, den 7. Hättest du nehmen können. 7! 7 Stück? Ja. Den hättest du bei deinem Angriff eben nehmen sollen. Den hatten wir nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Oh, das ist ein guter Plan. Ja, die haben wir jetzt halt erst bekommen, ne? Einen hatten wir schon. Einen hatten wir schon. Also haben wir jetzt 8 oder was? 5. Nein, das wird jetzt dann. Der einen habt ihr benutzt, oder? Ja, den hat Markus genommen. Ja. Nee, hat er ja nicht genommen. Achso. Also wir haben 7, richtig? Okay. Ja, und wenn du den am Anfang noch nicht benutzt hast, dann sind es sogar 8. Ihr seid der Hammer. Das ist schon ganz schön geil. Das ist schon ganz schön geil. Saft. Jetzt kam noch mal 2 dazu. Sehr schön. Ich fühle mich unterstützt. Ja, ich, und geliebt. Also, ich weiß allerdings, dass das alles nur für mich ist. Also hier steht explizit dabei, für den schönen Streuner, für den die streitende Magierin und die wundersame Elfin mit der rauen Stimme. Die hat sich halt erkältet, das ist alles so. Wobei ich finde, schöner Streuner ist schon echt eine Beleidigung für den Markus oder den Carolan. Das ist ja mindestens mal engelsgleich. Du kannst noch 2 Rerolls dazulegen, Markus. Wow! Ich habe mich aber echt in Pose geworfen, du. Nice. Ja, erstmal bekommt jetzt aber dann noch der gemeine Wegelagerer. Der darf nämlich nochmal. 5.
Das schlägt nochmal zu. Ein Held nach Wahl der Spieler erhält 1W6+3. Ich würde das machen, weil ich habe den besten Ausweichenwert. Das ist ein sehr gutes Argument tatsächlich. Ich weiche aber nicht aus. So nehme er nochmal 9 Schaden hin. Nehme er 9 Schaden. Ich würde einen Reroll nehmen. Habe ich aber nicht angesagt, verdammt. Ich darfst du trotzdem, darfst du trotzdem. Ja. Komm her. Okay. Dann halt nicht! Und da fallen sie. Alter. Die Elfen sind ja bekannt für ihren harten Whisky-Konsum und Fettenrauchen. Das passiert schon mal, sagt Triodo. 25, ja. Alter. Ja, 25 der Whisky und das Rauchen, das waren. Jeder ja, Elfe, die nicht Whisky trinkt, jeden Tag, ist total barlocker. Ja. Ich schlupfe auch Baumrinde gerne so zerstampft. Das kann vielleicht auch sein, dass das da ist. Von den Knüppelweiden. Genau, ja, genau. Ich knüppel gerne mal die Weiden. Oder wie war das? Oh, okay, die räuberische Diebin, Freunde. Eine 4, Diebstahl. Ein zufälliger Held legt einen seiner ausgespielten dauerhaften Gegenstände ab. Wir haben keinen. Da haben wir aber Glück gehabt. Ja, hey du, gib mir deine Sachen. Alter, nimm dir, was du brauchst. Gönn dich. Ich gebe dir alles, was ich in den Händen halte. 14. Fernkampfangriff. Der Held mit den meisten Lebenspunkten. Das bin nicht ich. Das sind wir beide, ne? Nee, du hast jetzt noch keine. 40, weil ich ja gerade den Schaden nicht. Dann bist du das. Ja. Da hätte ich auch den Schaden nicht nehmen müssen. Die hat doch. Danke. Boah, voll schimmelig, ey. Okay, hier, komm. Versuch, alle nicht auf dem Versuch auszuweichen. Ja, ist ein Teamspiel. Ja. Darf ich nochmal? Du willst ja. Ja, darfst die immer wieder ausweichen. Nein. Nein. Oh, Glück gehabt, es sind nur 3. Harmlos. Das ist doch in Ordnung. Beruhigend. Das war die zweite Diebin. So, das war's. Haha, von wegen. Ein Marker runter. So, wir bekommen einen weiteren Schergen. Ist das schön? Mhm. Und zwar ein Frostriesen. Was? What the fuck? Der gehört da nicht hin, das kann nicht sein. So, die Räuber so... wo ist denn Erhard eigentlich? Kommst du mal her? Wo ist denn damit? Du hast ihn mit reingepackt, das ist ein Räuber. 40 Lebenspunkte. Das ist ganz schön viel, Johannes. Das wird so lustig. Das ist ganz schön gefährlich, kann das sein, Johannes? Sie haben einen Frostriesen! Sehr cool. Okay, gut, Leute. Also, du bist Startspieler. Eiskristall. Die Elfe. Ich frage gerade meine Lebensentscheidung ganz massiv. Ich glaube auch. Ja. So, also, hier, liebe Leute. Wir haben keine Option. Wir müssen den angreifen. Nehmt Karten. Jeder zieht 2. Nehmt, was immer ihr kriegen könnt. So, geht doch. Ihr werdet es dringend gebrauchen. Oh, mein Pferd. Dürft bis zu 2 Karten unterspielen, wie wir wissen, ne? Tut das und tut es mit Bedacht. Ja. Ich habe so das Gefühl, es wir brauchen Bedacht. Eher mehr Damage als Schaden, ne? Ich brauche keinen Schaden mehr, danke. Ist aber nett, dass du fragst. Gut, dafür will ich keine Gelegenheit haben. Ich befürchte, wir sollten jetzt mal ganz dringend gucken, dass wir versuchen, dieses Monster im Sumpf zu durchschauen, weil meine Hoffnung, hilft dass wir uns durch das Ausschalten haben wir ja gewonnen. Aber wir dürfen es ja nicht angreifen, bevor nicht alles andere weggeräumt ist. Das wissen wir doch gar nicht. Doch, das steht da. Das ist der Knüppeldamm. Ja, Moment mal. Wir wissen nicht, was unter der Karte steht, wenn die umgedreht wird, wie wir es dann lösen können. Du weißt es schon. Egal wie, ich finde den Frostriesen dick. Punkt. Ich sage nicht mehr. Nun gut. Ein noch größeres Problem als diesen fetten Typen, der da steht. Wir haben einen fetten Typen, wir haben 2 Diebinnen, wir haben einen gemeinen Wegelager und ein Monster. Ein Furz, ja. Wart mal ab, wenn der beißt, wird's nicht besser. Gut, ich habe meine Entscheidung getroffen. Okay. Wirf einfach alles weg. Ja, aber du fängst an. So. Also ich würde erstmal 2 Ausdauer ausgeben und ein Langdolch spielen. Endlich mal jemand, der eine Waffe zückt. Diesmal eine Maßnahme, ne? Jetzt ist die Frage. Die Illusionsdinger wollen wir da schon runterbekommen. Das heißt, es lohnt. Und die Dings gilt nicht, die Umgebung, ne? Das heißt, ich würfel. Ja, das ist ja egal. Wir gehen ja nicht gegen das Monster vor, sondern du machst ja die Heldenaktion. Ja, ist schon klar. Nur das heißt, ich habe schon, auch wenn ich einen Wert von 8 habe, eine realistische Chance, dass ich das schaffe. Ja, du hast eine 40% Chance. Ja. Also, wenn man aber das nicht eine 1 und du hast es geschafft, ansonsten hast du verkackt.
Nein. Wir sind ja im Kampf. Ja. Wir sind ja nicht mehr in der Erzählung. Die fiese Karte, die uns da durchgemobbt hat, genau. Die bleibt übrigens. Die war überhaupt nicht so schlimm. Die bleibt auch für die anderen. Ich wollte gerade sagen, die bleibt für die anderen zwei Akte auch noch, du. Ja, das war ja noch gar nicht so schlimm. Die Nerven liegen inzwischen blanker. Was für Nerven? Sekunden. Korrekt. Also ich würde einfach mal versuchen, die Illusion zu durchschauen. Schau du Illusion. Und ich Willenskraft verlassen, ne? Ja. Auf 8 ist das. 8! Du bist super. Bam. So, wenn du sonst komisch. Nichts mehr tun kannst, dann nimm diesen Dolch und steck ihn da Korrekt. Rein. Korrekt. Einen Punkt hast du doch noch. Ich nehm den Dolch, glaube ich, ja. Dann musst du die Karte nicht drehen. Ach so, ja. Dann musst du den Dolch drehen. Ja. I remember. Machst du Dolch. Ich war noch nicht ganz geistig bei Nahkampfangriff. Was ist anders als sonst? Du bist nicht ganz so geistig bei dir. Ich hab was in Okay, touché. Du piekst jetzt in den Frostriesen, sehe ich das richtig? 5! Ja, das hat geklappt. Treffer. Der weicht auch nicht aus. 2. Aber er hat einen. Ah, nee, ich hab ja meine du hast eigene also Rüstung von 2. Also ja, machst du jetzt also nur den W6. Praktisch kommt der nur der W6 durch. Das so muss das heißen. Bam! Der hat noch ein Special da drauf. Solange der Frostriese am Kampf teilnimmt, gelingen die Ausweichenwürfe von Anführern automatisch. Tut okay. Er aktuell okay. Nicht. Okay. Egal. Beruhigend. Nimm deinen Würfel, Freund. Mhm. Ich habe die astrale Meditation gezogen, die ich mir gewünscht habe. Das ist aber schön. Verliere einen Lebenspunkt, habe 5 Ausdauer diese Runde. Ja. So, 2 davon benutze ich für das Konventsgewand. Mach alles mit dem Konvent. Ja, das ist Klassiker, ja. Und der ist wichtig. Also so viel, wie früher man das halt so ja, ich meine, sie hat sich endlich angezogen. Ja, das stimmt. Dann möchte ich noch eine Ausdauer ausgeben für Illusion durchschauen. Gib auch bitte Illusion. Ich habe einen Wert von 10. Das ist eine 11. Das stimmt. Welche? Dankeschön. Ja. Ja. Und ihr verhelft mir zu einer 7. Ich meine, gegen den Riesen haben wir die auch bitter nötig, glaube ich, die Rerolls jetzt, ne? Siehst du die Konturen von dem? Der ist doch gefotoshoppt. Von dem Riesen? Nein, von dem Sumpfmonster. Wir müssen die Illusion durchschauen. Du hast doch recht. Sehr Was machst schön. Du mit den restlichen Punkten? Ich habe noch 2 Ausdauer. Da ist nicht so gut für einen möchte ich einen Kampfstab ausrüsten. Oh, nice. Für eine weitere möchte ich mit dem Kampfstab draufhauen. Okay. Oh, direkt Action. 1W6 plus 1 auf die 6. Großartig. Das ist kein Treffer. Das stimmt. Sagen wir so, du hast 3 Schicksalspunkte. Und das wir stimmt. Haben 8 von diesen Ja, aber also, trotz allem, dafür lohnt es sich gar nicht. Dann doch, nimmst du noch einen. Das lohnt sich. Okay. So. Her mit meinem Schicksalspunkt. Das ist eine 19. Kann ich jetzt noch so einen Reroll nehmen? Grundlegend, ja. Ich finde schon. Ja, aber mehr als einen geht nicht. Nee, das ist okay. Ich nehme mir jetzt auch noch auf einen von unseren 8. Okay. Wir müssen den einfach kloppen. Wenn er auf 20 Lebenspunkte kommt, haben wir eine Chance, dass er von selbst wegläuft. Oh, nice. Gut zu wissen. Wenigstens heilt er sich nicht am Ende der Runde. Schade, Nein. Der Kampfstab hat es nicht gebracht. Hm. Aber mit einem weiteren Schicksalspunkt möchte ich jetzt noch mal Ausdauer nehmen, um mein Ignifaxius auf den Typen zu schmeißen. Jetzt gib ihm. Auf die 14. Punktlandung. Gutes Pferd. Knappe Kiste. Das sind 2 Punkte, die noch dazu kommen. Au! Klein Vieh macht Au. Mist. Markus, bring ihn um, komm. Wie schwer kannst du Ihr müsst mal welche von denen umbringen. Ich habe keine Waffen. Ich hab immer noch Warum keine, hast du die denn ich hab nicht? Immer noch keine Waffe. Carolan. Weißt du, du kannst dir von dieser Diebin erklären lassen, Waffe. Wie du eine kriegst. Ich hab das noch nicht so ganz verstanden. Du warst doch auf dem aber, Markt, dachte ich. Weil Warum hast du denn nichts gekauft? Aber ich habe was viel Wichtiges mitgenommen. Ich trinke erstmal einen. weil ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Trinken gleich eine Außerdem, also. Wenn man sonst nicht mehr weiß, was man tun soll, ich reagiere so, wie ich das gelernt habe. Trinken. Wenn das nicht reicht, einfach gut aussehen. Das reicht. Geschmeidig bleiben immer. Das reicht. Immer also einfach zur Not gut aussehen. So. Und was, das ist ein Frostriese? Bleib geschmeidig. Dann gucke ich mich noch um. Du meinst, er ist gefotoshoppt? Bist du dir sicher? Ja, klar. Nee. Nee? Doch. Dankeschön. Nee. Nee. Hat er gut gemacht, der Bildbearbeiter da. Also kannst du Aber ich kann auch ganz nebenbei, während ich mir das angucke, versuchen, den Riesen abzustechen. Tu's doch mal. Mache ich auch. Nee. Aber ich krieg eine Schicksalsmarke. Komm, hast du sogar schon eigentlich mit? Ja, jetzt habe ich 2. Alles gut. Okay, na gut. Das heißt, Schicksalsmarke. Dann führe uns unserem Schicksal entgegen, lieber Markus.
Das werde ich jetzt gerne tun, denn das Monster im Sumpf greift an. 9. Böse Energie. Ein zufälliger Held erhält 1d6 Schaden. Eieiei. Stopp. Die Elfe. Die Elfe. So. Bam. Ja. Da, ja. Du kannst ausweichen. Du kannst nicht ausweichen. Ach so. Nein. Kannst nicht ausweichen. Nein, ist kein Angriff. Ach so. Das sind 5. Das sind 5. Das ist einfach nur so ein random. Haben wir noch Suppe? Nein, Suppe ist aus. Suppe ist aus, ne? Suppe ist aus, okay, Baby. Dann nehme ich die wohl an. Haben wir noch Suppe? Es hieß noch Suppe. So, der zweite Angriff ist 4. Oh nein. Sumpfgas. Der hält mit den meisten Ausdauerkarten. Ich habe 4. Ich habe 3. Ich habe auch 4. Ja, aber dann muss ich mich rausnehmen. Nimm dich raus. Ah, Johannes. Was du bist es. Ich bin's nein. Nicht. Stopp. Versuch wert. Die Elfe! Die Elfe, natürlich die Elfe. Die Rucke vor, Leute. So, also, nimmt eine zufällige Ausdauerkarte wieder auf die Hand. Die oben rechts. Die okay. Oben rechts, ja, genau die. Die ja. Gehst wieder auf die Hand. Bam. Ah, nice. Auf die Hand und erhält 1w6 plus 2 Schaden. Das ist nicht so nice. Das sind 7. Das kann ich auch nicht ausweichen, ne? Nein. Ich finde das Monster meine blöd. Güte. Ich finde das wirklich blöd. Also bin ich jetzt dann auf 25. Ist es jetzt fertig, oder? Das nee, es hat noch einen Angriff. Ich glaub's ja nicht. Und 2. Oh. Nahkampfangriff. Der Startspieler, ja. Das ist die Elfe, erhält 1w6 plus 5 Schaden. Direkt Schaden? Also das darf mal ausweichen. Das ist ein Angriff. Ich darf so richtig leiden jetzt, ne? Die Runde. Nein. Ja, das sind 8. Ich finde, wir sollten dir einen gönnen. Ja, komm. Tu's. Na, nee. Schade. Nee. Also, das sind 8 Schaden. Und du musst eine zufällige Handkarte abwerfen. Die dritte. Die dritte. Hinten. Ja, von hinten. Okay. Die dritte. Ach so, wenn das die dritte ist, ja. Ach so. Ja. Nein! Der Elfenbogen. Tja. Das Leben ist bekanntermaßen eines also, der härtesten. Die Elfe steht da, sie will gerade ihren Elfenbogen ziehen. Das ist doch Photoshop. Nein, ich stelle mir es so vor, du stehst da und ziehst deinen Elfenbogen, der ist doch Photoshop, was für ein Photoshop. Schnapp! Beißt dir die ganze Hand direkt das hat ab. Wehgetan. Immerhin habe ich die Heilungskarte. Himmel. Dann auch gleich nutzen. Okay, cool. Das war das Monster im Sumpf. Jetzt der gemeine Wegelagerer. Voll gemein. 19. Der tut nichts. Er wird sogar aus dem Spiel entfernt, wenn keine Anführer anwesend sind. Da-da. Ich finde, der zählt nicht. Das ist ja nur Illusion. Das wissen die. Die Diebin. Eine 4. Ach, die wollte mich doch verarschen. Wie wieder klauen? Ja, ein zufälliger Held legt eine seiner ausgespielten dauerhaften Karten unter den Schergen. Stopp. Das hat sie dann geklaut. Dein Kampfstab. Sie hat den Kampfstab abgezogen. So, ich habe doch gerade noch auf den Riesen angeschlagen. Okay, und die zweite Diebin, eine 19, die macht nichts. Die würde auch abhauen, aber da ist nichts. Und der Frostriese, 18. Er würde fliehen, aber er hat auch nicht genug Schaden. Verdammt. Na, na gut, es hätte doch schlimmer sein können. Ich fand das glimpflich. Ich fand auch. Ich merke auf jeden Fall schon, die sind fieser als die Goblins, die wir letztes Mal hatten. Echt, kein so. Scheiß. Ich hab, das waren irgendwie, ich habe eine gute Nachricht für euch. 20.000. Wir müssen uns jetzt erstmal nicht mehr mit dem Frostriesen prügeln, sondern super. Mit einem verrückten Scharlatan. Der kann auf uns einprügeln jetzt nur noch. Der. Ja, korrekt. Mit einem sehr verrückten geil. Scharlatan. Der darf sogar zweimal. Ich finde, wir sollten versuchen, den zu meucheln. Wir könnten mal einfach was töten. Ja. Machen, lass doch so, mal Startspieler wechseln, du bist Startspieler. Alles wieder gerade machen, Leute. Jetzt gilt's. 2 Karten ziehen. Das ist nicht so schlecht. Übrigens, ich will festhalten, das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben noch niemanden getötet. Was bedeutet das? Ich habe noch keine. Wir haben die Eule umgebracht. Ja, Waffe. Haben die Eule umgebracht. Ja, aber die hat ja keine Waffen. Was soll ich machen? Mit der Eule jemanden schlagen? Wenn man sich den ganzen Tag wirklich nur beschwert, von Anfang bis Ende. Mann. Ich bin Caroline, ich bin hübsch. Ich bin fest. Zum Beispiel 2 weitere Rerolls. Dankeschön. Ich habe wirklich gebraucht. Wir kriegen aber auch echt auf die Fresse gerade. Scheiße. So. Boah, ja. Ich halte die beiden hier für verschmerzbar. So. Das Wichtigste machen wir jetzt zuerst mal. Ich mache mit 4 Ausdauerkarten. Desintegratus auf unseren Boss hier. Dann macht er nämlich jetzt 2 Schaden weniger, immer wenn er Schaden macht. Nett. Gilt aber, glaube ich, dann nur gegen seine echten Angriffe. Die doch den hätte man auch ausweichen dürfen. Nein, das ist kein Angriff.
Aber es sind Trefferpunkte. Ach so, dann. Ja, ist kein Angriff. Aber Trefferpunkten darf man immer ausweichen. Christian! Bring mich mal auf den neuesten Stand. Ich habe zu viele Regeliterationen im Kopf. Bring mich mal auf den aktuellen Stand. Das war zumindest darf, mein Stand. Darf man jedem Schaden ausweichen oder darf man nur Angriffen ausweichen? Ich glaube, nur Lebenspunkteverlust nicht. Also direktem. Geh mir doch nicht auf den Sack mit deinem Wissen. Okay, gut. Okay. Ich werde auf jeden Fall mit meiner letzten Ausdauer die Illusion durchschauen. Eines Gegners sinken bis zum Ende des Kampfes um 2. Ja, Punkt. Steht fast. Und ich habe die Illusion ein weiteres Mal. Doch, der ist geschockt. Guckt euch das doch mal an. Also, man sieht doch eindeutig hier den Ebeneneffekt bei den Augen. Ja, diese ganzen... Der ist vor allen Dingen, geschockt, ne? Muss ich sagen. Das möchte ich nicht. Und weil es so schön ist... So ein Gefühl von, oh, da liegt ja mein Bogen, den kann ich ja gleich einsetzen, aber... Tja, der ist weg. Der liegt so oben auf meinem... Ich möchte gerne noch einen Glyphaxius auf den verrückten Scharlatan schmeißen. Was mir gelingt. Und er bleibt in seiner Rüstung hängen. Genau. Meine schöne Klamotte. Dann bin ich... Fertig? Ja, fertig. Ja, fertig. Fix und. Ja, fix und. Ja, frag mich mal. So, als erstes Mal trinke ich ein und überlege mir, was habe ich bei meinem letzten Beutezug eigentlich so alles mitgenommen? Und da fällt mir ein, ich habe einen Langdolch und eine Schleuder geklaut. Nice. Sehr schön. Okay, die Schleuder jetzt. Hat sich doch der Geweihte aufgeklärt. Now we are talking. Okay, alles klar. Also, als erstes gehe ich hin und... Haben wir eigentlich gerade 47 Subs geschenkt bekommen von Travilian Gernwald? Kann das sein? Oh, das ist ja mal... 47. Fassbar. Alter. Viel. Mika. Dann gibt es dann für jeden auch einen Reroll. Ich spiele erst, ich ziehe meine Schleuder. Hey, mach mal Platz. Hier kommt Papa. Oh, das kann ja heiter werden. So, und dann gehe ich auch hin und... Mal sehen, wenn er jetzt eine Waffe hat, vielleicht... Und... Vorbei, aber ich würde einen Reroll benutzen. Du hast doch zwei Schicksalspunkte, ne? Würde einen Schicksalspunkt benutzen. Und legst dich wieder hin. Sehr schön. Schade, okay. Und würde dann aber trotzdem nochmal angreifen, weil ich es kann. Für umsonst. Mit meinem Dolch. Für umsonst, nice. Treffer. Für einen Punkt. Bling! Tat wenigstens weh? Au! Viel Rüstung hat der? Wenigstens ein bisschen weh. So, und last but not least gebe ich noch zwei aus. Die Aufsauer, die Illusion, die Illusion! Ich habe keine Zeit für sowas. Wir können die diese Runde aber entzaubern. Nicht mit mir. Ich muss erstmal wachsam werden, Freunde. Gut. Das geht so nicht. Wenn du schon nicht angreifst, dann wenigstens. Was denn? Ich habe ihn noch gepiekst. Hey, ich habe ihn gepiekst. Du? War gut. Was war? War gut. Mehr habe ich gesehen, ja. Mehr habe ich nicht. Wunderbar, du hast noch die Eule. Hast du auch alleine fertig gemacht? Ja, die Eule war auch ich, genau. Natürlich, wer sonst? Du bist. So. Die Frage ist, wie viel heilen wir uns diese Runde? Bitte? Wie und welche Armee? Du hast noch wie viel? 34? Ja. Ich habe übrigens vier weitere Rerolls dazu. Vier? Wow. Also ich würde mich das ist völlig absurd. Ich glaube immer noch an uns. Heilung. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Also ich glaube, jetzt mal ganz unter uns, du musst als erstes mal dich um die Illusion kümmern. So, und dann musst du da hinten... Du hast gerade selber die Chance. Ja, Moment, ich rede jetzt gerade im Sinne der Gruppe. Also, solltest als erstes die Illusion angehen und danach solltest du ganz dringend den Scharlatan wegmachen. Illusion, Fernangriff, Nahangriff, dann gebe ich mal 2 aus und spiele einen Armatrutz. Oh. Damit ich nicht ganz so auf die Fresse bekomme, vielleicht nutze ich den auch eher, anstatt noch einen Angriff zu fahren. Also, ich persönlich wäre dafür, dass du eher angreifst. Ich... werde auf jeden Fall erst einmal angreifen mit meiner Fernkampfwaffe. Mhm. 12. Aber sowas von auf 12. Das ist ein W6. Noch eine 6. Ja. Ein Pünktchen. Pling! Au! Au! Wir machen Akupunktur, au, Markus. Au! Au! Ja, da gibt es ja auch ganz fiese Nervenpunkte und so. Ja, ja. Pff, ey, wenn wir zwei den.
weiter so akupunktieren, dann... Ich bin zumindest nicht Startspieler. Dann stirbt er irgendwann an Langeweile. Ich glaube, ich hätte einfach... Also, dann werde ich auf jeden Fall die Illusion nochmal versuchen zu durchschauen. Unbedingt. Ich gehe auf 8. Unbedingt. Jawohl. Ja, siehst du, du schaffst das nämlich. Das ist der Unterschied. Ja, den versuchst es ja nicht mal. Aber du... Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ja, was hast du? Du hast schon. Ja. Ach ja, du warst Startspieler, ne? Und jetzt? Ja, Markus. Ja, und hätten es jetzt schon haben können, ne? Kannst du nicht deinen Schicksalspunkt für ihn für eine Ausdauer ausgeben? Oder kann man das nur für sich selber? Ausdauer nur für dich selbst. Habe ich befürchtet. Ja. Okay, aber ich könnte für mich noch eine Ausdauer dazu kaufen. Mhm. Das würde mir tatsächlich helfen. Das mache ich, glaube ich, auch mal. Ja. Weil dann kann ich nämlich einmal meinen Armatrutz zaubern, damit ich nicht ganz auf die Fresse bekomme. Ja. Ich fürchte, das wird sowieso diese Runde jemand anders sein, mein Lieber. Ja, aber ich habe schon ein bisschen Sorge. Ach, bist du Startspieler? Ich habe ja nur noch 17 Leben. Wenn es random gewählt wird, ne? Und das noch einmal angreifen. Also erstmal. Ja, du musst aber erstmal eine Probe auf deinen Magiewert machen für den Armatrutz. Erstmal Armatrutzen. 9. Jawohl. Erfolg. Also, nice. Schaden wird auf. Guck mal, wie die Elfe glitzert. Angriff auf 8. Diesen Vampir? Ja. Okay, der trifft 6 plus 2. Der trifft ja. Ja. 8 Schaden. Ach, komm, 7 durch. 7 Schaden und er steht so immer noch. So kann das doch weitergehen. Hättest du vorhin besser angegriffen, wäre der jetzt schon. Nein, weg. Ich hätte die 6 Schaden nicht leisten können mit meinem Megafoxius. Kommt er. Ihr könnt wieder. Ja darüber diskutieren. Kommt er mir dann, wieder dann so. Dann auch noch darüber mit der Illusion. Dann sind wir quitt und dann sind wir wieder cool quitt, kooperativ dann unterwegs. Und danach spielen wir wieder Koop. Ich bin mal gespannt, Leute. Pause, Duellmodus. Du bist unsere beste Weltuntergangsvieh heute. Das geht am besten. 12. Böses Antreiben heilt dem Schergen ganz rechts in der Reihe 2 Lebenspunkte. Ja, geil. Oh, heile, heile Gänschen, kleiner verrückter Schaden. Und 17. Ich bin eine böse, böse Illusion. Ich find's super. Ich bin ein böser Sumpfmonster. Also die Audio-File haben sie gut hinbekommen. Ja, ne? Ja, doch, durchaus. Das setzt einen Reroll ein, das muss. Nee, das macht es nicht. Fangen nicht damit an, der Chat gibt am Ende das den nächste Monster Mal, die ganze Das nächste Mal machen wir das auch möglich. Das war Rewards für die Monster. Weil wir so gut und erfolgreich sind. Das hatten wir, als wir mit Spielleitung gespielt haben, haben wir das ja so gemacht, dass auch die Spielleitung Rewards kriegen. Ja, das ist so, fangen wir gar nicht mehr an. Je nach Verhältnis werden die Punkte dann aufgeteilt. Ne? Ja, ah, was? Der gemeine Wegelagerer. Try. Angriff. Ein Held nach Wahl der Spieler hält 1W6 plus 3 Punkte Schaden. Also die Elfe glitzert so schön. Die Elfe hat vor allem den dann nehme ich. Wie viel hast denn du? Ich habe 17 noch. Ui, das ist aber wenig. Ich habe 25, wie viel hast du? Ui, das ist aber wenig. Ich nehme es. Das ist okay. Also ich hab, dann weich ich mal aus. Ich habe halt irgendwie, weiß nicht, 3-4 Angriff oder so. Ich habe einen Ausweichenwert von 5 und habe es nicht geschafft. Das sind dann 5 Punkte Schaden. Au. Das tut schon weh. Aber du darfst eine Karte ziehen, weil du dein Konventsgewand anhast. Oh, mach mich nicht schmutzig. So geil. Ja, hau mich. Das mag ich. Sehr gut. Die räuberische Diebin. 18. Nichts. Sie würde fliehen, aber sie hat einen Anführer. Die 11. Bei der anderen. Der Held mit den meisten Lebenspunkten erhält 1W6 plus 2. Das bin ich. Ich. Fernkampf. Das ist direkter Schaden. Hier, guck, es ist ein Fernkampfangriff. Mhm. Ach nee, es ist kein direkter Schaden. Ich bin doof. Mhm. Ich bin doof. Mhm. Doofe können nicht ausweichen. Ja. Nein. Dumme sind 5. Dummer Fuß kämpft nicht gut, sagt man noch. 24 habe ich noch. Dummer Fuß kämpft nicht gut. Den kannte ich noch nicht, der gefällt mir aber nicht. Dummer Fuß kämpft nicht gut. Ja, ist doch das nordkantonesische Sprichwort. Oh, nordkantonesisch. Der Frostriese, 17. Nö, nichts. Er blickt sich geistesabwesend um. Der ist auch schon gerade schon ein bisschen dumpf, oder? Also, ich und bin froh, dass der Riese so dumpf ist. Der Scharlatan, der 2 mal, ne? Die 6. Angriff, der Held mit den meisten Schicksalspunkten. Niemand? Dann wird's unterlegt. Er hält 1W6 plus 1 Schaden. Zufallsfee Johannes. Ich hab einen Fall. Würde ich gerade sagen, das zählt nicht. Außer es war meiner. Das wäre die Elfe gewesen. Dann zählt's nicht. Okay. Stopp. Nein! Doch! Ich versuche auszuweichen. Das reicht nicht, aber ich bin wachsam. So nehme er theoretisch. Ich kann immer noch nicht ausweichen. Dann nimm 4 Schaden. 4? Da komme ich nicht drum rum. Gut aussehen zieht erst bei 8. Schade. Der sollte richtig. Ich bin noch bei 21. Ja? Ich glaube auch. So, und dann nochmal. Ja!
8. Er heilt seine Mitstreiter, der die meisten Lebenspunkte von 105. Ja. Oh, du süßer Frost, du warst denn. Tut das da weh? Geht so. Okay. Ja, er scheint ein bisschen neben sich. Der ist ganz schön verrückt, dieser Scharlatan. Und wir kriegen einen neuen Besuch. Ist das schön. Das ist ein weiterer gemeiner Wiener. Gar nicht mal so angenehm. Das ist echt voll hier. Das ist echt ja, wenn gewisse Leute halt auch mal die blöde Illusion. Jetzt komm doch nicht immer. Jetzt geh mir doch nicht. Ad. Du bist voll unfair. Du bist ein Startspieler. Oh, das ist schön. Das mag ich. Du bist anscheinend nicht sensibilisiert für solche digitalen Spielereien. Behaltet doch eure Probleme für euch. Stimmt, ja, jetzt verstehe ich es auch. Wieso habe ich das dann weggelegt? Ich bin doch ein bisschen doof. Okay, ich glaube, das lege ich mal ab. Ich bin mir nicht ganz sicher. Angriffsprobe wiederholen. Haben wir, glaube ich, Möglichkeiten? 1 bis 5. 1 bis 5. Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle für den wunderbaren Hype-Train bedanken. Wir haben einige Abos noch dazu bekommen. Nice! Richtig gut. Ja, schaut mal das letzte. Ja, der Christian gibt alles. Wir haben auch gesehen, da werden richtig Subs rausgeballert im Chat. Also die viel wichtige Frage ist ja, sind noch Rerolls gekommen, liebe Emil? ja, einer ist noch dazugekommen. Was? Wir schaffen das. Wir werden schon sehen. Okay, cool. Ich leg mal los, okay? Tu es. Ich leg mal los. Du klärst das dann mit der Illusion, richtig? Nee, du machst das jetzt bitte mal. Ich bin da drin echt schlecht. Probier's. Ey, danach fehlen mir Punkte. Wir sind alle nicht viel okay. besser. Ja, ich hab einen Weg. Ich benutze meinen Alkohol. Ich trinke ein. Da fällt mir auf. Du hast völlig recht, das ist gefotoshoppt. Ne? Das geshoppt ist das nämlich. Das lag nur daran, dass ich einen gesoffen habe. So vorher. Schlecht. So, dreh diese Karte um. Jeder hält maximal einmal pro Runde Illusion berühren. Ja. X Ausdauer ausgeben. Wirf einen W20. Ist das Wurfergebnis kleiner oder gleich X, so gelingt es dir, die Illusion zu berühren. Und der Anführer wird abgelegt. Okay. Nice. Also einer ballert einfach gleich die ganze Ausdauer raus. Tja, wir haben Rerolls. Das ist schön. Genau, wir haben übrigens nicht gewonnen, wenn die weg ist. Wir haben nur gewonnen, wenn die alle weg sind. Ja, aber es hilft schon mal, wenn der weg ist, weil dann können die weglaufen. Ja, das stimmt. Das ist sehr hilfreich tatsächlich. Okay, gut. Ja. Ich kann die theoretisch versuchen zu berühren. Ich habe 6 Punkte. Mehr kriege ich aber auch nicht zusammen. Ich kann denen beim Weglaufen helfen gleich. Du kannst denen beim. Das ist nochmal eine gute Idee. Wir sollten erstmal das Ding berühren. Das fände ich voll super. Bisschen die Füße locker. Wer will die mal berühren? Wer will hier mal berühren? Will jemand anfassen? Na gut, das kann ich dann nur. Wenn du es kannst, tu es gerne. Wenn ich dran bin, kann ich das dann nur machen. Also, ne? Ich habe eine Chance von 1 bis 6. Also, ich meine, gut, hier mit dem Reroll geht es natürlich ein bisschen besser. Aber ich würde gerne erstmal. Weißt du, was ich mache? Ich versuche erstmal den zu stechen. Nee, du stichst den bitte. Ich stich den da. Na gut, ich stich den da. Das schaffe ich leider. Die Idee war, dass ich vorbeisteche und den Schicksalpunkt kriege. Du kannst den Reroll nehmen? Nein. Nein. Nein, unterstehe dich. Mach Schaden. Sind 3, bleibt in der Rüstung hängen. Passiert nichts. Schade. Die sind echt hart im Nehmen, die Buben. Was echt nicht gut ist. Na gut, komm, dann probieren wir das. Okay. 1 bis 6. Ich fasse das Ding mal an. Du weil schaffst es, so wie das gefotoshoppt ist. Sieht doch lecker aus. 2! Nice. Ja! Ja! Ha! Nice! Gut, ihr seid alle Anführer los. Lauf weg! Ihr seid das alle ohne Anführer. Nur ein gefotoshoppter Pups. Ganz sehr, einfach. Sehr schön. Da, nice. Stimmt, der war von mir. Sehr gut. Wir schaffen es doch alles. Ich habe wieder Hoffnung. Ich habe aber auch nichts mehr. Hoffnung gibt es immer. Ich habe keine Punkte mehr, nichts mehr. Aber die Illusion, weißt du was, das war nicht echt, das Ding. Abort. Kein Scheiß. Ne, komm. Kein Scheiß. Was machst du als Elfe? So was geht ins was machst du als digitale Elfe? Welt. Das ist technisch möglich. Wie viel Leben haben wir alle? 24? Wie viel hast du? 21. 17. Tja, die Frage, wer ist Startspieler? Ich? Markus, ne? Nee, komm. Ich weiß nicht, ob das gut für dich ist. Mach mal, jetzt gibt Gummi, Alter. Aber okay, ich spiele einmal Fingerfertigkeit, damit bekomme ich +2 auf Fernkampf. Das kannst du hier drunter packen, guck mal. Ja, das ist nämlich voll geil. Und dann... würde ich einfach mal anfangen, ein bisschen loszuschnetzeln. Dann würde ich nämlich +2, 4 auf 14 Fernangriff einmal machen. Das schaffe ich. Das ist ein W6.
5. Zwei Punkte immerhin, ja. Hat er noch 10. Meine Güte. Dann würde ich einmal einen Nahkampfangriff machen. Ja. Mit meinem langen Dolch. Nein. Nein, aber ich würde gerne einen Reroll. Komm, nimm den Reroll, Baby. Nein. Wenn du dich in der Geschwindigkeit weiter durcharbeitest. Ah, wir hatten einen Reroll. Der zählt dann nicht viel. Oh, das ist schon der hart. Zählt dann nicht. Na gut, okay. Okay. Weiß eigentlich. Ich bin Spielball hier. Ja, keine Ahnung. Der zählt dann nicht viel. Ach komm. Der darf dann nicht viel. Oh, wir müssen das mal festlegen. Ja, wir müssen das mal festlegen. Stimmt doch mal ab da draußen, wenn wir einen Reroll benutzen, ob wir dann auch noch Schicksalspunkte bekommen. Wir legen quasi jetzt in den Limbus, ja. Und je nachdem, wie ihr entscheidet. Genau. Stimmt das mal ab. Das finde ich ganz wichtig für die Zukunft auch hier, wie wir damit umgehen. Das finde ich nicht unwichtig. Hast du noch was Cooles? Ja, ich mache noch einen Armatrutz. Ein was? Armatrutz? Ja, aber warum? Ja, töte ich was? Ich hab nix. Ja, dann mach. Ich nix. Tu es. Da hättest du das blöde Ding berühren können, ne? Ja, gut. Ich hab nicht gesagt, dass ich nicht Schaden gemacht. Aber. Hättest du welchen gemacht? Nicht mehr. 15. Ja. Nö. Das war wohl nix. Lohnt sich nicht. Gibt's auch nichts für. Zu Rirolen, ne? Das lohnt sich schon, aber du kriegst keinen, so. Gut, ach so. Ich möchte gerne mit dem Kurzbogen einmal auf den gemeinen Wegelagerer siedeln. Mach du, siedeln. Der gemeine Wegelagerer stellt sich dir den Weg. Habe ich nicht geschafft. Vorbei. Willst du machen... Ich mache einen Reroll. Willst du machen einen Reroll? Mache einen Reroll. Oh, eins! Oh, darfst du gerade eine Karte ziehen. Sehr schön. Und ich 1 W6 plus 4. Schade. Also 1 W6 plus 1, effektiv 7. Nice. Das ist doch richtig 9, schön. Dann hat er nur noch 3. Okay. Das Problem Bam, ist... Dein Name verspricht. Das gefällt mir. Ja, ich müsste mit dem Edifaxus tatsächlich kritten, damit er stirbt. Ja. Ha, muss ich nicht. Astrale Meditation. Ja. Ich habe da noch 3... Hast du Schaden genommen? Ja. Bekomme einen Schaden, ja. Hab da noch 3 Ausdauer. Mhm. Ah, dann kann ich den nicht mehr einsetzen. Ich verstehe. Und wolltest du einen... Das... Ein Zorn der Elemente spielen? Nee, pass auf. Weißt du was? Ja. Glauben wir? Ja, wir glauben. Pass auf. Egal, mit woran. Mit diesen beiden Ausdauer. Ja. Musste ich mein Knochentalisman aus. Oh mein Gott. Die Belohnungskarte von letzter Runde. Jetzt nice. Müsste ich mit dem Minifaxius treffen. Das ist auch, finde ich, total passend, dass Mihiban da steht. Benutzt den Knochentalisman. Ich müsste treffen und müsste dann mindestens eine 4 beim Schaden würfeln. Nee, gib mal Gummi, komm. Passt doch gar nicht zu dir, habe ich geschenkt bekommen. Also, auf die 14. Das hat schon mal funktioniert. Getroffen. Nice. Und dann brauche ich eine 4. Oder höher. Für den Schaden. Komm. Ja! Oh, gut, 3 bleiben in der Rüstung hängen. Nice. Drehen Sie etwas um. Also gutes Pferd tötet nicht mehr Räuber, als es muss. Das hat super funktioniert. Genau. Schicksalsmarke. Schön, sehr schön. Kommt jetzt noch eine? Sehr hübsch. Mal gucken. Erstmal greifen die jetzt an, habe ich gehört. Genau. Unsere Weltuntergangsfee, möchtest du? Wir sind jetzt bei 4. Letzte Runde ist keiner gekommen. Doch. Da wäre den wir gerade umgebracht. Ja. Da wäre aber keiner gekommen. 5. Es sind 4. Tja! Okay, ich finde das ein fairer Ausgleich für die Millionen von Rerolls, die wir gekriegt haben. Oh, du bist schon sicher geil. Die Zahlen werden Alter. Von 1 ja, bis 5. Alter! Na gut, da kommt nächste Runde halt keiner. Ja gut, okay. Ich finde das schon nice. Okay, fangen wir mal an. Wir haben keinen Anführer. Der gemeine Wegelagerer. 12. Angriff. Ein Spiel nach Wahl der Spieler. Ich habe noch 21. Ich habe 23. Nehme ihn. Nee, das macht ich. Ich habe auch Wachsamkeit. Also, der macht echt auch Schaden. Mhm. Falls ihr es nicht schon selbst gesehen habt, ich glaube, der Chat ist sich relativ eins, dass es entweder nur eins von beiden geben sollte oder wenn, dann auch nur den Reroll. Ja, also dann. Also dir keine Schicksalspunkte. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Genau. Okay. Aber ausgewichen bin ich. Also würfen wir mal W6 plus 3 Schaden. Da, 9. 9. Nein, der Wurfkippe, der Wurfkippe. Nee, das war 9. Okay. Das sind halt 5 Punkte nur, aber immerhin bin ich immerhin bei 16. Shit. Das Leben ist hart. Weiter geht's. Die Diebin. Shit. Die Diebin. 6. Der Startspieler.
Das bist du. Das bist du. Das bin ich. Das bist du. Das ist aber schlecht. Ich versuche mal auszuweichen. Nein. Deine Wachsamkeit geht nicht mehr? Dann nehmen sie R5. Ja, dann bin ich bei 11. Ja, du wolltest das so. Also, das ist sag mal! 8. Da der Starspieler erhält 1W6 plus 2. Ich versuche mal auszuweichen. Ja. Das ist sehr gut. Da sind das nur 4. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich habe noch 7. Ja, ist nicht so schlimm. Stirbt nicht, dann habe ich. Also 0,7. Ja? Ja. Ist nicht so schlimm. Wobei mit der Frost kann ich doch auch wieder von Bewusstlosigkeit 6. quasi. Angriff, der Held mit den meisten Lebenspunkten. Das bin nicht 2 ich. 2W6 plus 4. Das bist du, Johannes. Ich hab hey, du! Gesehen. Boom! Mit Heilung kann ich doch auch einen bewusstlosen Helden wieder zurückholen, gut. Oder? Ja, dann ja, ist das so. Wenn du eine gewisse Menge hast. Okay. Oder du musst halt ihn wiederbeleben. Dann tut er das jetzt. Ja, dann. Achso, ich darf ausweichen. Ja, dann mach ich das mal. Auf die 5. Ha! Wie viel? 2W6 plus wie viel? 2W6 plus 4. Das sind dann 12, sind dann nur 6. Das ist doch gar nicht mal so schlimm. Das war ein wichtiger Ausweichmodus. Auf die 17. Und der Scharlatan, 19. Nichts erlacht irre. Der läuft doch nie davon. Nee. Sieht nicht so aus. Der hat aber einen Zeiteffekt. Ja, ich wusste aber nicht, dass es schon, dass es 4 ist. Also er heilt den Frostriesen komplett. Du wirst mich doch fucking verarschen. Das wird unser Endgegner. Heilt allen. Und 16. Seinen Mitstreiter hat 4 Leben. Oh shit. Er lacht irre. Und ich dachte vorhin noch, so gut, dass wir niemanden haben, der da heilt. Scharlatan. Das ist so. Echt? Das gut zu wissen. Gut. Jetzt, wir gehen auf 3. Jetzt kommt nichts Neues, denn wir haben es schon. Weil wir haben es schon besiegt. Prophylaktisch besiegt. Alles klar. So, Startspieler wechselt. Mhm. It's a me. Gut. Ah, das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch auch gar nicht schlecht. Wie haben wir denn hier? So, ich wandle eine meiner. Ich werfe meine Schleuder weg. Brauchen wir nicht. Ich hab Besseres. Ich hätte Besseres. Gut. Jetzt macht mal was. Tut mal was für euer Geld. Tut mal was für euer Geld. Euer Geld, nicht mein Geld. Achso. Okay. Wie viel Leben hast du noch? Ich habe noch 7. Aber ich kann mich auch gleich heilen. Ich habe meinen Heiltrank nämlich gefunden. Kannst du, okay. Ja. Ich könnte dich auch heilen. Soll ich mich sonst lieber heilen? Wie viel hast oder du? Oder Johannes? Wir haben gleich viel. Wir haben beide 17. Oder sollen wir es lieber drauf also anfangen? Ich wollte diese Runde auch noch einen Balsam mit 10 Lebenspunkten spielen. Ja. Ich habe eben auch einen Balsam. Also den könnte ich auch zücken. Dann haben wir uns und er hat sich selber. Ja, klingt das nach einem Deal? Ihr seid alle doof und stinkt nach Fisch. Komm, Markus. Ist nicht schlimm, nee, ich brauch den komm, nicht. Hier. Nee, ist gut. 5 Ausdauer. Nee, brauch ich nicht. Ja, dann nimm's. Wir könnten auch einfach beide jetzt 10 Leben. Ja? Was? Einfach nur 10. Ja. Der kostet. 5 Ausdauer, 2 für jede Ausdauer, die ich bezahlt habe. Ich mag die Elfe. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist doch ein kooperatives Spiel, habe ich gehört. Du klingst vielleicht wie mein Kumpel Anton, aber. Und dann. Das ist doch am Ende ein kooperatives Spiel. Ich bin, aber wenn es ein kooperatives Spiel ist, mal total dafür, dass wir jetzt den Schergen da. Wir wollen den dringend los. Ja, mach den doch mal bitte weg. Also, ich würde einen Fernkampfangriff starten auf bitte. Eine 14. Eine 1. Darfst du gar eine Karte ziehen? Er weicht nicht aus. Nee, also 1W6. Sind 4 Punkte. Das ist reicht aber 11. Nicht. Nee. Das mache ich nicht. Mit 5er, genau. Okay. Nimm noch einen runter. Nice. Okay, das heißt, wir haben noch 4. Ja, komm, jetzt. Schaffst du das? Schaffst du das? Langdolch. Ja, Langdolch. Benutze Langdolch mit. Ja. Kombiniere Langdolch mit Scharlatan-Kehle. Nein. Reroll? Ja, oder? Ja. Unbedingt. Also, bitte. Unbedingt. Sogar. Wenn, wann, so nicht. Nein. Dann. Nein. Mist. Na gut. Okay, gut, komm. Jetzt aber. Jetzt muss ich wieder, ne? Ja, toll. Ganz toll. Dann mache ich erstmal den Bogen. 1W6 plus 4 auf den Scharlatan. Ja. Auf die alles. 8.
Ja. Sehr schön. Es spielt keine Rolle, was ich würfle, er ist tot. Kaputt. Nimm, mach ein Deck. Sehr schön. Komm, dann kriegst du ganz Schicksal. Das möchte ich. So, jetzt habe ich die Wahl. Entweder bin ich geil oder ich mache dich nochmal heile. Ich bin geil. Du brauchst mich gar nicht. Ich kann das dir nicht genau sagen, wie du dich fühlst. Du brauchst mich nicht. Ich rüste aus ein Fulminictus Donnerkeil. Und dann möchte ich den mit 1, 2, 3, 4, 5. Ach, was soll der Geist? 6 Ausdauer auch direkt einsetzen. Bamsen. 1d6 plus 6, dann Knochentalisman 1d6 plus 8. Ich finde dich doll. Auf den Frostriesen, auf die Schürze. Ich mag dir. Mist. Ich. Das klingt nach einem Reroll. Ich würde einen Reroll einsetzen. Rollen. Das getroffen. Das knapp, er kann nicht ausweichen. Dann mach mal Schaden. 1d6 plus 8. 1d6 plus 8. 1d6 plus 6. Plus 6. Das sind 7. 7. Das ist nicht schlecht. Ist ja fast wieder so weit, wie wir ihn schon mal hatten. Ja? Ja, der Rest ist jetzt dein Job. Wir sind jetzt wieder dahin zurückgekehrt, wo wir vorhin schon... Moment. Krass, geil. Okay, gut. Das war's? Das war's. Also nicht so viel, ne? Ich fand mich jetzt relativ effektiv, muss ich gestehen. Ja, doch, fand ich auch. Okay, also... Meine Einschätzung von mir ist eigentlich recht positiv. Ich will ein Feedback-Gespräch, ja. Also ich fand mich eigentlich ganz schön geil. Ich schätze mich so selber ein. Ja. Ziemlich cool. Okay, also ich habe mir einen Kurzbogen auch geschnappt. Mhm. Der lag hier rum, habe ich festgestellt. Ich habe jetzt auch langsam Waffen. Also, nice. Wenn wir dann weitergehen. Ich habe jetzt auch Waffen. Hast du doch welche mitgenommen? Ja, doch. Nein, ich habe jetzt hier den Räubern und so weiter welche abgenommen. Und dann schieße ich mit meinem Kurzbogen auf den... Frostriesen. Auf den Frostriesen. Treffer. Das ist gut. 1w6 plus 4, das heißt 1w6 plus 2 Schaden. Das sind dann 8. Oh, yeah. So, wenn du noch 5 schaffst... Dann könnte er ja schon weglaufen. Singt doch in meinen Ohren. Und ich weiß nicht, wer dir in deinen Ohren singt. Das tut mir auch ein bisschen leid. Das ist doch der Schmerzensschrei vom Frost. Wie tief singt der denn in deinen Ohren? Oh, ganz tief. Nice. Nice. Nicht schlecht. So, dann für 2 nehme ich noch einem von denen, der da zu meinen Füßen liegt, einen Langdolch ab und benutze dann Langdolch mit dem Frostriesen. Nein. Mhm. Nochmal. Komm her, ich krieg dich. Also warum der Support so groß ist, könnt ihr euch natürlich jetzt selber beantworten. Aber ihr habt 3 weitere Rerolls. Nein, ihr seid geil! Oh, geil. Die möchten, also oh, ich, nice. ich weiß genau, warum der Support so groß ist. Ja. Wenn wir es nämlich schaffen sollten, machen wir es beim nächsten Mal noch schwieriger. Weißt du, wenn wir dann ankommen im dritten Akt von dem Ding, ist, dann sind wir plus 15 Karten oder was? Nee, das für das Abenteuer ist ja jetzt... Ach, das für das Abenteuer ist fix. Fest, ja. Okay. Das ist jetzt fest. Dann geht's ja noch, weil das sonst wäre das nämlich auch so... Okay. Hey, Murgol, was denn? Bleib, wo du bist. Ich finde dich nicht lustig. Also ich habe getroffen, ich habe einen 12er Wert, das reicht. Langdolch, 1w6 plus 2, ist dann 1w6 Schaden. Wirf mal eine 5. Das ist keine 5. Wie wär's denn mit einer 1? Das reicht nicht. Cool. Das klingt doch gut. Oder auch nicht. Naja, ey, mehr war nicht drin. Akupunktur. Hey. Ich habe den mit einem Pfeil ganz schön dolle akupunktiert. Ja, da brauchst du irgendwie auch eine Ausbildung, eine medizinische Fachschulung und sowas, glaube ich. Er hat vergessen, wie das aussieht. Du bist so eine lebende medizinische Fachschulung. Ja. Er hat vergessen, wie nackte Zwerge aussieht. Das konnte nicht klappen. Ja. Damit ist vorbei, ja, wenn man nicht weiß, wie nackte Zwerge aussehen. Löbuli könnten wir noch probieren. Löbuli. Klobuli für dich. Der gemeine Wegelagerer. 13. Ein Held nach Wahl der Spieler. Ich habe 17. Same. Ich auch. Dann also, nehme ich den. Komm her. Okay. Ich kann zur Not die Wachsamkeit. Ich habe ehrlich gesagt vor dem Startspieler. Nein. 4. Sind dann nur 4 Punkte Schaden. Na gut. Dann bin ich bei 13. Das geht doch. Okay. Götter ungefällige 13. Okay. Die Diebin. Wir sind bei 3 Marken. Oh, der Kampfstab. Oh nein, er ist fort. Ja, nein. Ja. 18. Tschüss. Hey, ich habe einen Kampfstab. Dies Lachen mit dem Kampfstab. Ich jetzt verkaufen. Die treffen wir gleich wahrscheinlich. Das ist auch ein schönes Bild, oder? Ja. Also, ich finde es super, welche Geschichten Aventuria immer wieder so erzählt. Da hole ich Gewinne raus, ja, das reicht mir. 17. Bleib hier! Ich komm mit! Wir teilen uns den Gewinn 50-50. Der Riese, 8. Er
blickt sich geistesabwesend um. Das ist aber lieb von ihm. Ich wow. dachte, über 8 gibt es schon echt auf die Fresse. Wow. Ja. Erst ab 6. Der ist echt ganz schön doof, oder? Ja. Der ist ein bisschen pump. Wenigstens ist der. Er ist halt ein Hindernis, ein unbewegliches. Ich glaube, vorhin wurde auch ein bisschen darüber diskutiert, ob wir den nicht ein bisschen diskriminieren dafür, dass wir ihn dick genannt haben, aber. Also im Vergleich, jetzt mal, im Vergleich zu dir als dementieren, Elfe, ja? ist er halt schon, hat Format. Er hat Format. Ich distanziere mich vor allem hat er schwere von jeder Knochen. Art von Fettshaming. In Runde 2 würde das Monster im Sumpf doppelt so viele Aktionen durchführen wie sonst. Nein. Interessiert einen. Welches Foto? Monster im Sumpf? Sehr schön. Wir haben Aussichten auf einen Sieg. Beruhigend. Ich sehe Sieg. Ich sehe ja, Sieg. Es riecht nach Sieg. Es riecht nach Sieg. Es wird ja immer besser. Gut. Hier, Kollege. Ich fürchte, ich bin der Anfänger. Ich bin der Anführer. Ach, Anfänger. Hab ich nicht? Ich bin der Anführer, der Anfänger. Ich bin der Anführer, ist auch mal so ein Satz. Du. Für 4 möchte ich gerne einen Djinnenruf haben. Und ich werde ihn auch benutzen. Ich scheue mich nicht, die zu benutzen. Auf die 14 habe ich getroffen. Und ein Djinn zieht unserem Frostriesen mal eins über für 5. Na, die gehen auch voll durch. Die gehen voll durch. Jetzt könnte sehr er schön, 21. Ab jetzt darf er weglaufen. Ich bin dafür, dass wir ihn einfach umbringen. Alternativ können wir doch einfach umbringen. Muss ich jetzt ja. so sagen, wie es ist. Das, also dann bring doch mal um, mein Freund. Erstmal mit einem Bogen auf die 8. Das ist eine 9. Ein Reröl, bitte. Ein Reröl. Reröl. Das ist eine 16. Das ist ein schlechter Reröl. Dann nicht. Den möchte ich unbedingt behalten. Hat sich ausgerollt. Das hätte ich besser machen sollen, ne? Ich Idiot. Tja, da hat man Animati auf der Hand und verkackt. Und findet ihn einfach nicht. Ja. Und jetzt? Du. Spiel ich Glück. Und darf die misslungene Angriffsprobe nochmal wiederholen mit einem plus 3 verbesserten Ergebnis. Sehr schön. Na gut, geht doch. Das reicht immer noch nicht. Brot kann schimmeln. Was kannst du? Noch Schicksalpunkt für den Ausdauer. Das geht, einsetzen. Ja. Und ein fulminiktes hinterherhauen für 1d6 plus 3. Ja, wegen dem. Ja. Wegen des Knochentalismans. Auf die 14. Und von dem Chat, beziehungsweise Alirion und Tiger's Claw genau darauf hingewiesen, dass noch ein Reroll fehlt, den ich euch unterschlagen Was? Kann. Ha! Sehr gut. Das, lasst euch nichts von der Inge wegnehmen. Ein Skandal. Und schon klappt's. Schon ja, klappt's. Nach dem 18. Wurf auf die 14. Wenn die Inge aufhört, uns aus dem hier zu sabotieren, ist das 1W6 plus 1 effektiv. Das sind 6 Punkte. So, der Gute bekommt erstmal hier so einen fetten 20er. Bam. So, 13 hat er noch. Carolan. Ja, das genau. Ziel ist klar. Ich bin ein Killer. Wie wir alle wissen, ist Carolan ein zeigen, Killer. Carolan das Ziel ist ja wohl eindeutig. Gut. Als erstes Mal ziehe ich den Rapier aus dem Wegelagerer, den wir da platt gemacht haben. Ich weiß nicht warum, ich habe nicht damit gerechnet, dass du nach dem ziehe ich aus Wegelagerer dann nennst, aber es passt ja. Und ich greife mit dem Säbel an. Und zwar den Riesen. Ich frage vor allen Dingen, an welcher Stelle Treffer. Er ihn da rauszieht. Das sind, wie viel nice. Schaden machst du denn? 1d6 plus 3. Nochmal neu. Sind 6. Minus 2 sind 4. Dann bekommt er das und hat noch 9. Na, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Ja. Komm, da geht doch was. Da geht doch was. Ja. Kinder, da geht was. Dann ziehe ich noch mal meinen Kurzbogen. Treffer. Jetzt läuft's aber. Für 6. Dann kommen 4 durch. Ja, kannst du den nehmen? Ja, und er hat leider immer noch 5. 5. Schade. Hat er noch 5? Er hat noch 5. Weißt du, so musst du hat nehmen. Fünf. Musst fünf. Du nehmen 5. So. Habe ich aber immer noch Punkte, weißt du. Musst du machen, gucken. Ist irgendjemand von euch schwer verletzt? Nö. Ja. Schwer. Ich. Mittel. Mittelschwer. Ich trinke meinen Heiltrank. Aha. Okay. Gut, 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 gut. Grip, grip, grip. Bin ich bei 19, damit geht doch wieder was. Also Markus ist ein Comiczeichner das verloren. Das klingt wieder. Nach nicht kurz vorm Tod. Das ist schon mal ein bisschen beruhigend. Ich finde auch, damit bin ich durch. Das wissen wir. Okay. Wie sieht's mit deinem Charakter aus? Okay. Der war nicht schlecht. Respekt. Okay. Ich würde als erstes einmal ein Frigifaxius spielen. Mhm. Und dann für 4 Ausdauer ein Langschwert ausrüsten. Mhm.
Und dann mal erstmal fröhlich auf diesen Riesen da einkloppen, würde ich sagen. Yes, Sir. Dann machen wir erstmal den Fernkampfangriff. Ich habe ja noch meine Spezialfähigkeit. Die lässt dich automatisch treffen, ne? Das schafft, ja. Das hast du aber auch so getroffen. Richtig, nee, aber ich sag nur, dann, mach mal Schaden. Dem treffe ich dann halt und dann kann man ja sehen, ob der noch steht. Nö, zwei. Bleibt nee. Hängen in der Rüstung. Komplett. Na gut. Okay, dann mein Langschwert. Gerade rausgeholt. Den würde ich rerollen, den 20er. Das ist die erste 20, die wir heute gesehen haben, tatsächlich. Nee, du hattest auch mal irgendwann eine. Bist du sicher? 13, nee. Ist aber nix. Ist auch nix. Warte, ich kann nichts tun. Warte, ich kann mal nichts vorher machen müssen. Ja. Und dann nehme ich noch meinen Frifaxius. Komm. Der geht auf die 9. Den du töten kannst, leider. Aber dafür kriegst du einen. Ja, den nehme ich doch wohl mal. Und dann würde ich noch für eine Ausdauer Auskundschaften spielen. Das ist immer eine gute Karte. Ja. Weil mit der einen Karte, das ist nicht schlecht, wenn ich nächstes Mal noch ein bisschen mehr ziehen kann. Sehr gut, gucken wir mal, was passiert, wenn der gemeine Wegelagerer agiert. Er macht nichts, 18 und läuft weg. Nein! Oh mein Gott! Zwei weitere Rerolls aufschreiben. Ihr seid der Hammer! Ihr seid aber echt krass unterwegs gerade. Hier wird gegönnt, Baby. Heute ist Gönnung. Jetzt mal der Riese. Was? Die anderen haben einen Kampfstab? Oh, da lässt sich bestimmt Gewinn machen. Wartet! 20. Was hast du denn noch jetzt? Oh! Was für ein epischer Abschluss dieses Kampfes. Das, also ich meine... Unsere letzten vier Gegner. So, was? Das war Photoshop? Alle weggelaufen. Alter, sehr schön. Oh. Hey, wir haben es immerhin noch geschafft mit zwei Marken. Was wäre passiert, wenn wir es umgedreht hätten? Hm? Was wäre Schlimmes passiert, wenn wir es umgedreht? Nö, da wäre nichts passiert. Monster, der Boss aber hätte noch häufiger angegriffen. Ach so, aber das hätte uns nicht interessiert. Ja, nice. Zwei. Wo waren wir? Wir haben es geschafft, richtig? Ich fürchte. Ja. Ja, wohl. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Peng. Sieg. Sieg. Schließlich bezwingt ihr mit vereinten Kräften das Monster aus dem Sumpf. Und es dauert nicht lange, bis auch die anderen Schergen geflohen sind. Genau das ist passiert. So steht es geschrieben, so ist es geschrieben. Nach einer kurzen Rast setzt ihr euren Weg zur Burg fort. Es gibt noch viel zu tun. Handelt nun nach den Regeln für das Kampfende ab und führt eine Atempause durch, wie in den Abenteuerregeln beschrieben. Weiter mit Akt 2. Gibt es keine Belohnungen oder dergleichen? Belo was? Naja, doch, Anzahl Heldenbelohnungskarten. Die auf den Schatzhaufen kommen. Gucken wir mal. Hä? Jeder darf mal ziehen. Yay! Okay. So wie bei dem Illusionsmuster, jeder darf mal anfassen. Komm, magst du eine Karte? Zieh eine Karte, irgendeine Karte. Ein starker Heiltrank. Der kommt auf den Schatzhaufen. Man kannst du gut für einen Heiltrank einfach eintauschen, eigentlich, oder? Genau. Ja, ist zwei Leben mehr. Genau, es ist dasselbe, nur besser. Oh, kostet es auch zwei? Ja, ja. Heiltrank kostet auch zwei? Ja. Okay. Ja, vielleicht hast du das ein, oder ein du kannst auch den zusätzlich noch gerade mit reinnehmen. Sagen die jungen Leute, sagen up gerade. Das da riecht gut. Es ist ein Pökelfleisch. Das hast du wirklich gerochen, ne? Ja, der eine von den Räubern hatte noch sein Pökelfleisch dabei. Offensichtlich. Heilen von und eine Karte ziehen. Also, okay. Zwei heilen und Karte ziehen? Boah, kannst du machen für null. Ist für euch interessanter als für mich. Ja, du hast viel Karten. Ich habe kein Problem mit Karten. Oh, ich habe eine Bronzestatue gefunden. Ui. Ja, lege diese Karte ab und sprich die Worte. Reib nur Rabidur. Um einen Schergen deiner Wahl mit Gefahrenwert 3 oder weniger sofort aus dem Kampf zu entfernen. Oh, okay. Das ist eigentlich aus dem Schiff der verlorenen Seelen. Das ist so lustig. Sehr schön. Okay, das sind die drei Gegenstände, die wir gefunden haben. Gutio. Dann sind wir soweit durch. Jetzt können wir noch gucken wegen der Atempause. Wegen der Atempause. Ja. Da heilen wir wieder. Ne? Und, 30, wenn ich nicht ganz... So, gucken wir doch einfach nach und schauen es dir in seiner Gänze nach. Ne? Atempause.
Zwischen zwei Akten eines Abenteuers wird den Helden eine Atempause gewährt, bei denen sie sich von den vergangenen Strapazen erholen und für den kommenden Akt stärken können. Jeder Held erhält eine Anzahl Erholungspunkte in Höhe der Zeitmarken, die ja bei Kampfende noch auf der Zeitskala liegen, plus 2, also sprich 4. Damit können wir folgende Optionen wählen. Entweder ausruhen. Der Held heilt sich pro eingesetztem Erholungspunkt 2 Lebenspunkte, weil wir gehen nämlich mit den Lebenspunkten weiter. 2? Bist du sicher? Ich glaube, das wird dann... Ich glaube, wir werden auf 30 gesetzt nach dem Kampf. Ja, das habe ich jetzt kurz übersprungen. Ja, wir werden auf 30 gesetzt. Okay, dann. Aber ich dachte, so rum wäre es viel lustig. Schwung dran sein. So, aber damit können wir uns trotzdem noch heilen, weil sonst haben wir nur 30. Mhm. Also, wir können uns, du kannst dir pro Punkt 2 Lebenspunkte heilen. Oder zu den Göttern beten, für jede 2 Erholungspunkte darfst du dir einen Schicksalspunkt nehmen. Diese Aktion darf auch mehrfach gewählt werden, solange noch Schicksalspunkte in der Tischmitte vorhanden sind. Momentan hat keiner mehr Schicksalspunkte, oder? Die werden doch, sowieso du hast noch einen. Abgelegt, wenn ich mich nicht täusche. Korrekt, ich kann dir mal eintauschen gegen einen von meinen. Genau. So. 30, alle Schicksalspunkte werden wieder zurück in die Tischmitte gelegt. Vorbereiten. Also habe ich doch keinen mehr. Du hast keinen mehr, nein. Der Kampf ist weg. Der Kampf ist weg, ja, ja. Diese Optionen kosten Vorbereiten. Du kannst 4 Erholungspunkte ausgeben. Du kannst maximal einmal wählen. Du darfst zu Beginn des nächsten Kampfes dein Zugdeck nach einer beliebigen Karte durchsuchen und es auf die Hand nehmen, zusätzlich zu den 5 Karten deiner Starthand. Mhm. Oder üben. Dann kriegst du für 2 Erholungspunkte darfst du dir eine Verübungskarte nehmen. Mhm. Und 5 Marken drauflegen. Für jeden zusätzlich investierten Erholungspunkt darfst du 2 weitere Marken darauf legen. Also es gibt Üben, damit kannst du deine Talentproben verbessern. Und mit Trainieren, funktioniert genauso, darfst du deine Angriffsproben im nächsten Kampf entsprechend verbessern. So. Temporär. Also. Ja, ja. Das ist immer nur kurzzeitig dann dabei. Also ich habe so das dumpfe Gefühl, ich würde mich aber gerne um meine Lebenspunkte kümmern, Leute. Cooles. Ich gehe mal hin und gehe auf 38 Punkte. Ich weiß nämlich, wie das sonst ausgeht. Ich kriege nämlich ansonsten mal ganz geschmeidig die Backen voll. Ja, aber... Also ich glaube, ich würde mir auch 3-mal Lebenspunkte gönnen und dann noch so einen Schicksalspunkt. Nee, der kostet 2. Ach, der kostet 2. Das andere kostet auch alles 2, ne? Diese kostet auch 2, ja. 4 kostet es, wenn du die Karte rauslegen möchtest für den nächsten Kampf. 4? Ja, das ist mir aber, glaube ich, nicht so viel wert. Na komm, ich nehme auch das Leben. Ich glaube, das ist eine sichere... Das ist eine sichere Bank. Ja. Ich hingegen... Ist schlau? Nein, ich möchte üben. Ich möchte üben und nehme 2-mal das Leben. Ich nehme mir 2-mal das Leben. Okay. Ich nehme mir 2-mal das Leben. Und das übe ich dann auch nochmal. Du bist gar nicht so gut darin, das solltest du dann noch üben. Nice. Ich glaube, die Übung haben wir bei den Karten. Bei denen? Ja. Nee, da sind sie nicht dabei. Die Nachteile? Okay. Das sind nur die Nachteile. Dann aber es ist jetzt es ist jetzt 8:30, das nächste Ding kriegen wir nicht mehr durch. Also sonst sind wir nämlich wirklich dann bei, kommen wir bei 10 Uhr raus. Ich fand uns aber ziemlich fantastisch. Wir waren geil. Das Einzige, was ich noch besser fand, ist der Chat. Oh ja. So sieht übrigens ein waschechter Schleimer aus. Es war der Hammer, Leute. Ich hatte so viel Spaß. Das war richtig, richtig cool. Auch an dieser Stelle nochmal mega, mega Danke an den Christian, der diesen ganz, ganz wundervollen Director's Cut gemacht hat. Das ist so geil. Es macht so einen Spaß. Ich liebe es, weil das sind wirklich wie Solo-Abenteuer als Gruppenabenteuer. Das ist einfach cool. Ist cool. Macht einfach Spaß. Ja. Das ist einfach mega, mega cool. Vor allem dann, wenn man einfach total schwachsinnige Entscheidungen trifft. Ja. Zum Beispiel, ich finde das auch schön, dass theoretisch der Startspieler einfach entscheiden darf, was er will und kann darauf reinreden. Also Demokratie ist quasi optional. Also ich finde es ja einfach mal mega, mega, mega cool. Und ich bin auch dafür, dass wir das auf jeden Fall noch fertig spielen. Ne? Klar, natürlich. Also da, auch wenn der Christian da noch dabei ist, ne, das müssen wir auf jeden Fall noch durchzocken. Zwischenspiel gibt es dann aber immer erst am Ende. Immer erst am Ende des Abenteuers. Vielleicht finden wir den Zwerg ja irgendwie noch unter dem Knüppeldamm oder so verbunden. In Wahrheit war der Zwerg nämlich die Illusion. Aber bist du's? Das ist der Medienbearbeiter, der Zwerg quasi. Der macht irgendwas mit Medien. Ja, irgendwas mit Medien. Sehr cool. Hier, hammer, hammer hart. Ihr wart der Knaller, Leute. Also danke an euch. Danke, Johannes. Danke, David. Danke, liebe Inge. Und danke, danke, danke an den Chat. Auch dafür, dass ihr diese ganze Woche hier so knallhart mit uns durchgestanden habt. Es war ja dann doch eher etwas interessanter.
Und wir freuen uns auf jeden Fall auch darauf, nächste Woche mit euch wieder weiterzumachen. Oh, ja. Denn Montag geht es dann wieder los mit den alten Männern und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch, eine Subscription, wie ihr ganz viele rausgehauen habt, ein Abo, aber ihr kennt das Ganze, viel. Und oder eine Unterstützung natürlich bei Patreon, damit wir noch viel, viel mehr von diesen ganzen abgefahrenen Sachen hier machen können. Also es war cool, mega geil und jetzt wünschen wir euch da draußen, bis wir uns nächste Woche dann wiedersehen, natürlich ein erholsames Wochenende, einen schönen Abend und egal, was ihr macht, bleibt auf jeden Fall gesund. Ganz wichtig, alles, was euch irgendwie komisch vorkommt, müsst ihr anfassen. Das ist die... In diesen Worten gehen wir ins Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ciao.